So, meine Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweiß. Im Namen der Hypos Finanzplanung und unserer Partner darf ich Sie herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Unser Thema: niedrige Zinsen, hohes Fehlerpotenzial. Wir sind gerade schon mal die Technik durchgegangen. Für diejenigen unter Ihnen, die sich jetzt erst eingewählt haben, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu die technischen Funktionen. Und sofern es Sinn macht, werde ich die Frage direkt beantworten. Ansonsten schieben wir sie nach hinten, weil es dann vielleicht thematisch oder auch von Foliensatz her eher sinnvoll ist. Was machen wir? Hypos steht für Your Point of Strategy. Auf der einen Seite beraten wir private und betriebliche Anleger bei dem Thema Vermögensstrukturierung und Vermögensverwaltung. Auf der anderen Seite beraten wir andere Finanzdienstleister und Vermögensverwalter bei der Produktauswahl und bei Beratungsprozessen. Und zusätzlich haben Sie natürlich die Möglichkeit, verschiedene Marktinformationen bei uns zu abonnieren über die Webseite. Die sind typischerweise kostenfrei, decken aber natürlich auch nur einen kleinen Teil dessen ab, was wir Kunden exklusiv zur Verfügung stellen. Die heutigen Themen werden so aussehen, dass wir uns zunächst mal mit den historischen und aktuellen Kapitalmarktrenditen beschäftigen. Hier möchte ich Ihnen einen Überblick geben, wo wir herkommen und wo wir aktuell stehen. Im zweiten Schritt werden wir diese Renditen, die ich Ihnen zeige, anwenden auf populäre Finanzprodukte bzw. Versicherungen. Und Sie werden sehr gut feststellen, wie Sie mit den Grundrechenarten selbst nachvollziehen können, warum wir momentan Probleme haben, wo die aktuellen Herausforderungen liegen. Und dementsprechend können Sie auch die eine oder andere Pressenachricht dann auch besser einordnen. Und ich möchte Ihnen dann natürlich auch einen Ausblick auf die Zukunft geben. Denkanstöße, ganz klar. Wir wissen, wir leben in einer Welt ohne Zinsen. Sie lesen momentan sehr viel dazu, dass Dividenden die neuen Zinsen sind. Sie hören momentan, dass es Aktienkonzepte gibt, die sich so defensiv verhalten wie Anleihen. Schlagworte wie Multi-Asset-Income machen die Runde. Und wir wollen uns mal die verschiedenen Konzepte anschauen, wollen uns mal die Vor- und Nachteile genauer betrachten und hier mal auf die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten eingehen. Fehler vermeiden, ganz klar, das zieht sich wie ein roter Faden durch die heutige Online-Konferenz. Wie gesagt, wir machen es auch einerseits am Thema Methodenkompetenz fest, zum Beispiel bei der Ruhestandsplanung oder bei der Herleitung einer individuellen Anlagestrategie, aber natürlich auch bei der Produktauswahl. Wir haben ja momentan einen bunten Strauß an Finanzprodukten, die man einsetzen kann, um Alternativen zu den Zinsen zu finden. Erfolgreich anlegen, die Herleitung einer ganzheitlichen Anlagestrategie sollte das Ganze dann entsprechend abrunden. Ich möchte gerne mit einem grundlegenden Zusammenhang anfangen, da wir häufig erleben, dass auch sehr routinierte Anleger, die 30, 35 Jahre am Kapitalmarkt agieren, hier häufig noch ein bisschen Bedarf haben. Vielleicht ist der Zusammenhang auch so trivial, dass man ihn einfach vernachlässigt. Und was Sie hier sehen, ist nichts anderes als der grundlegende Zusammenhang, den wir natürlich im Kapitalmarkt oder an den internationalen Kapitalmärkten finden. Wir haben auf der einen Seite den Gläubiger. Dieser Gläubiger hat Forderungen bzw. der hat Guthaben. Und wenn jemand eine Forderung oder ein Guthaben hat, dann muss es natürlich korrespondierend jemand geben, der Verbindlichkeiten aufweist, respektive der ein Versprechen abgegeben hat. Das heißt, die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass wenn Sie Ihr Geld heute verleihen oder wenn Sie sagen, ich bin bereit, ein Versprechen von heute auf die Zukunft zu verschieben, dann möchte ich dafür eine Vergütung haben. Diese Vergütung ist typischerweise der Zins. Und dementsprechend sehen Sie auch hier den direkten Zusammenhang. Der Zins des einen, das ist der Zins, den der Schuldner sich leisten kann. Das ist die Rendite, die der Gläubiger auch als Vergütung erwarten darf. Und wenn wir uns momentan vorstellen, dass wir in einer Welt leben, die ja doch durchaus durch ein gewisses Schuldenniveau gekennzeichnet ist, sowohl auf staatlicher als auch auf unternehmerischer und auch privater Ebene, dann muss der Zusammenhang natürlich klar sein, dass die Zinsen natürlich nur so hoch sein können, wie ihn sich der Schuldner leisten kann. Und wenn dementsprechend die Leistungsfähigkeit ein bisschen begrenzt ist, dann ist auch gleichzeitig die Rendite, die der Gläubiger erwarten darf, auf seine Forderungen und auf seine Guthaben natürlich begrenzt. Den Zusammenhang sehen Sie ganz simpel. Kontoguthaben, Sie bringen Ihr Geld zur Bank. Die Bank legt das Geld am Kapitalmarkt an, realisiert dort einen gewissen Zins. Und diesen Zins kann man Ihnen in Form von Rendite auf Ihrem Konto gutschreiben. Und wenn eben der
Schuldner, in dem Fall die Bank, am Kapitalmarkt selbst nichts mehr verdient, dann können Sie eben auf Ihr Kontoguthaben auch keine Verzinsung erwarten. Bei der Lebensversicherung, bei der klassischen kapitalgedeckten Altersvorsorge, in Deutschland ja mit rund 90 Millionen Verträgen sehr populär, sei es im privaten als auch im betrieblichen Bereich, haben wir genau den gleichen Zusammenhang. Sie zahlen Beiträge respektive Prämien ein. Dort werden gewisse Kosten in Abzug gebracht. Das Geld wird am Kapitalmarkt angelegt. Und Sie haben eine Forderung gegenüber der Versicherung. Das ist das, was Sie typischerweise in den Jahresmitteilungen durch die Gesellschaft dokumentiert bekommen. Auf der gleichen Seite ist die Versicherung der Schuldner und die Versicherung hat dementsprechend auch auf der Passivseite der Bilanz entsprechende Rückstellungen. Und auch hier gilt das Gleiche. Wenn die Versicherung nichts mehr verdient, kann sie eben Ihnen weniger auszahlen. Gleiches gilt für die freiberuflichen Versorgungswerke. Rund 800.000 Personen sind ja in Deutschland in berufsständischen Versorgungswerken organisiert. Hier haben wir genau den gleichen Zusammenhang. Wenn das Versorgungswerk weniger Zins generiert, kann es weniger auszahlen. Die Versorgungswerke stellen momentan in vielen Fällen ihre Finanzierungsart um. Das heißt, es gibt momentan auch mehr Umlagekomponenten. Das liest sich in den Pressemitteilungen recht gut. Aber vereinfacht gesprochen heißt es auch, die Zinsen sind so niedrig, dass wir die Leistungen kürzen müssten. Also nehmen wir die Beitragstrends zukünftiger Beitragszahler mit rein und dann müssen wir erstmal nicht kürzen. Aber das ist natürlich auch eine Umverteilung und nichts anderes. Den größten Posten, den haben wir natürlich bei der Rente, bei der Pension. Sie zahlen ja 19,8% auf die sogenannte Beitragsvermessungsgrenze an Rentenversicherungsbeiträgen. Damit erwerben Sie eine Forderung gegen den Staat. Diese Forderungen können Sie auch sehr schön erkennen in der Renteninformation, das ist ja sozusagen der Schuldschein. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Bundesrepublik Deutschland, die mittelbar durch die verschiedenen Institutionen wie die Deutsche Rentenversicherung eben dementsprechend dafür haftet, für das, was man Ihnen hier als Verbindlichkeit bzw. Versprechen abgegeben hat. Soweit mal der Zusammenhang und das denken Sie das auch für sich mal in Ruhe durch. Und vor allem auch, wenn Sie heute ja auch Statements lesen vom Sparkassenverband oder vom Verband der Versicherungswirtschaft, die argumentieren, dass ja der niedrige Zins, der durch die böse Notenbank auf Null gesetzt wurde, dass der die Altersvorsorge tötet. Da muss man natürlich auch mal ganz realistisch bleiben und muss ganz klar sagen, was nützt es denn, wenn der Zins heute noch bei 5% wäre, den sich der Schuldner nicht leisten kann? Weil wenn der Schuldner sich seine Verbindlichkeiten eben nicht mehr leisten kann mit hohen Zinsen, dann muss ein Teil der Verbindlichkeiten gestrichen werden. Und wenn ein Teil der Verbindlichkeiten gestrichen wird, dann müssen wir auch einen Teil der Forderungen streichen. Und dementsprechend, wie gesagt, gucken Sie mal, von welcher Ecke das kommt. Da ist natürlich immer gehörig Lobbyismus dabei. Also de facto, ich glaube, viele fahren besser mit den niedrigen Zinsen als mit einem Schuldenschnitt. Weil wir sind natürlich im heutigen Finanzsystem derart vernetzt von den Banken über die Versicherer, dass man sich im sogenannten sicheren Bereich gar keinen Schuldenschnitt leisten könnte. Habe Ihnen dementsprechend auch nochmal eine Grafik mitgebracht und ich sage häufig, wenn ich nur eine Grafik zeigen dürfte in einem Vortrag, dann würde ich diese zeigen. Was Sie hier sehen, das ist die Verschuldung in den USA im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Und was Sie hier in Orange sehen, das ist das Bruttoinlandsprodukt seit den 60er Jahren. Sie sehen, es geht im Endeffekt schön nach oben. Aber was Sie auch sehen in Grün, das sind die Kredite, die die Banken vergeben haben. Und in diesem Orange oder in diesem Braun, das sind das ausstehende Volumen an US-Staatsanleihen. Und Sie sehen, dass wir uns irgendwann entkoppelt haben. Das heißt, es wurde immer mehr Kredit benötigt. Um das Wachstum auf einem gewissen Niveau zu halten. Und die Realwirtschaft hat sich jedoch von den finanziellen Vermögenswerten doch um einiges entfernt. Und die Frage, die man sich natürlich heute auch stellt, ist, was passiert denn, wenn irgendwann die Finanzwerte mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, was eben die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, also das Bruttoinlandsprodukt betrifft, zurückkehrt? Weil dann sind wir nämlich natürlich genau wieder bei der Grafik. Dann haben wir natürlich entsprechende Auswirkungen auf den Schuldner und der Schuldner, das sind in vielen Fällen natürlich auch wir als Anleger, sei es direkt über Kapitalanlagen, sei es indirekt natürlich über unsere Altersvorsorge, Versicherungsprodukte und Versorgungswerke. Also deswegen fassen wir zusammen. Und wie gesagt, wir haben Kunden, die haben sich das ausgedruckt und haben das auf ihren Finanzordner oben draufgelegt. Ich habe es selbst ausgedruckt und habe es am Schrank hängen, der meinem PC-Bildschirm gegenübersteht. Die Schulden des einen, das Vermögen des anderen.
Das gilt grundsätzlich. Dementsprechend kann der Gläubiger nur die Rendite erwarten, die sich der Schuldner als Zins leisten kann. Aber, wichtiger Punkt, der größte Teil der Schulden wird momentan gar nicht diskutiert. Thema implizite Staatsverschuldung, weil die Verschuldung, die wir momentan in der Zeitung lesen und die häufiger dargestellt wird in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, die vernachlässigt natürlich die bereits heute feststehenden Schulden aus den sozialen, aus den Beamten, aus den Pensionssystemen. Und das ist nochmal ein recht großer Batzen und dementsprechend macht es natürlich Sinn, den bei privaten Anlageentscheidungen mit zu berücksichtigen, weil sie haben letztendlich eine Forderung gegen den Staat und die leidet natürlich genauso unter Inflation oder unter einer möglichen geringeren Tragfähigkeit zukünftiger Schulden wie eine Staatsanleihe. Deswegen müssen wir es einbeziehen und wie gesagt, dargestellt wird das ja durch den Schuldschein, also nachrichtlich Ihre Renteninformation. Deswegen in der Zusammenfassung Herausforderungen nicht nur auf der finanziellen, sondern auch auf der sozialen und gesellschaftlichen Ebene. Vieles sind natürlich auch Verteilungsfragen zwischen Ländern. Wir sehen es ja gerade in der Eurozone, aber natürlich auch innerhalb Deutschlands zwischen Bundesländern, aber natürlich auch zwischen Generationen, was das Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherung betrifft, was momentan die Einbeziehung von erwarteten Beitragstrends bei den Versorgungswerken betrifft. Das ist natürlich nichts anderes als eine Umverteilung und dementsprechend auch eine gesellschaftliche Ebene, die hier mit durchschlägt. Eine Konstanz haben wir zumindest zu erwarten bei der Politik. Die Politik wird weiterhin versuchen, die Fakten natürlich zu schönen, beziehungsweise die Probleme, die man erkannt hat, so zu verpacken, dass es der Bürger nicht merkt. Stichwort Alterseinkünftegesetz als sehr massiver Schuldenschnitt durch die Neubesteuerung der Renten, den die meisten noch gar nicht realisiert haben, der aber extreme Auswirkungen haben wird. Die Finanzindustrie wird weiterhin versuchen, Produkte zu liefern, die mit einer hohen Sicherheit eine gewisse Rendite abwerfen. Aber da muss man auch ganz klar sagen, es kann niemand zaubern. Und ja, die Notenbanken, die werden halt ein bisschen reparieren. Und ob es ohne oder mit Notenbankintervention besser wäre, da können wir viel drüber philosophieren. Meines Erachtens macht es eher Sinn, sich damit zu beschäftigen, welche Auswirkungen da sind. Und im Kern geht es also darum, Stellschrauben wird es viele geben und häufig werden sie auch später erkennbar sein. Thema Reform bei der Erbschaftssteuer, Thema Abgeltungssteuer, die ja den Zinseszinseffekt genommen hat oder stark reduziert hat. Also viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und dementsprechend gehen wir mal direkt drauf ein. Einfache Formel, meine Damen und Herren, Vermögen ist Geld, das sollten Sie mitbringen, mal Zeit, je mehr, desto besser, mal Zins, abzüglich Steuern, Thema Abgeltungssteuer, 25% auf alles, außer Tiernahrung, die Steuer kann man aber auch optimieren, abzüglich Inflation, ob offiziell oder gefühlt, mal außen vor, abzüglich Kosten. Also hier zum Thema Kosten muss man sagen, wenn Sie Ihre Bank oder Ihr Finanzdienstleister alle 3 Monate anruft, um Ihnen ein neues Investmentprodukt zu empfehlen, gegen eine günstige Ordergebühr von 3% und das 3 bis 4 Mal im Jahr, dann hat das nichts damit zu tun, dass man Beratungsqualität zeigt im Sinne laufender Betreuung, sondern da geht es natürlich um das Thema Ertragsgenerierung und das ist natürlich ein großes Problem. Also, wenn wir die Formel betrachten, dann fehlt uns momentan der Zins und dementsprechend eine Entscheidung, die wird immer wichtiger und das ist nämlich die Entscheidung, ob ich eine Rücklage tätige oder eine Kapitalanlage. Rücklage heißt, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn ich in Urlaub fahre, wenn ich in 6 Monaten eine Sondertilgung bei meiner Immobilienfinanzierung leisten möchte, das ist eine Rücklage, da können Sie nichts groß optimieren, da ist ein Tagesgeldkonto bei einer Bank mit deutscher Einlagensicherung das Mittel der Wahl und bei der Kapitalanlage, da geht es natürlich darum, Vermögensklassen zu finden, die den finanziellen Zielen entsprechen. Das macht einen sehr großen Unterschied. Sie erinnern sich noch dran, ne? Vermögen ist Geld mal Zeit mal Zins. Und häufig stellt man fest, dass Anleger, weil sie es nicht entscheiden können, weil die Wirtschaftspresse schlecht ist oder weil Freunde und Bekannte irgendwas erzählt haben, die strategischen Entscheidungen immer wieder nach vorne schieben und sie tätigen dann eine Rücklage und dann ist ein bisschen Zeit rum, dann beschäftigt man sich mal wieder, nein, man lässt es immer noch liegen, mal wieder was kurzfristig, mal wieder was kurzfristiges, mal wieder was kurzfristiges und in Summe stellt man irgendwann fest, die Summe von vielen aneinandergereihten Rücklagen heißt halt was? Keine reale Vermögensmehrung. Deswegen von vornherein auf einen langfristigen Zeitraum planen, deswegen die Unterscheidung zwischen Rücklage und Kapitalanlage, weil damit erhalten Sie sich letztendlich die Chance, hier auch reale Erträge zu generieren, beziehungsweise die Chance auf eine Kaufkraftsteigerung natürlich zu bewahren.
Wir kommen jetzt aus einer Phase, wo wir sehr verwöhnt waren, was das Thema Zinsen betrifft. Sie sehen hier mal dargestellt die Renditen von 2- und 10-jährigen Bundesanleihen, jeweils reduziert um die offizielle Inflationsrate. Hier sehen wir die Nulllinie. Das heißt, es war wirklich sehr angenehm für Sparer, weil Sie sehen, wir haben hier immer eine ordentliche Differenz zur Nulllinie. Das heißt, wir haben das Geld in Bundesanleihen angelegt und hatten einen positiven Ertrag, konnten unsere Kaufkraft also nicht nur halten, sondern in vielen Fällen auch noch steigern, wenn man jetzt mal den Effekt der Steuer hier außen vor lässt. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe ja nie Bundesanleihen gekauft, trifft mich ja eigentlich gar nicht, dann trifft es Sie natürlich doch, weil wenn Sie Geld bei der Bank angelegt haben, in Festgeld oder in Sparbriefe, dann hat die Bank ja Ihr Geld genommen, die kurzfristige Einlage hat sie am Kapitalmarkt angelegt, in Bundesanleihen, in Pfandbriefe, hat sich ihre Zinsmarge rausgenommen und für Sie ist immer noch genügend übrig geblieben, um zumindest gefühlt Ihr Vermögen zu erhalten. Und jetzt, wie wir aktuell sehen, die Zeiten sind natürlich rum und deswegen auch ganz wichtig, das finanzielle Gedächtnis liegt hier irgendwo so bei 20 bis 25 Jahren. Auch die Kinder werden oft geprägt natürlich von den Eltern. Und hier muss man einfach sagen, vergessen Sie Vergangenheit, in der Zukunft wird das anders laufen als das, was wir gewohnt waren. Das heißt, man muss sich ganz anders mit dem Thema Vermögensstrukturierung auseinandersetzen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Daher mein Blick auf die deutsche Zinsstrukturkurve. Die Zinsstrukturkurve klingt immer ein bisschen abstrakt, aber es ist recht wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Hier unten auf der horizontalen Achse sehen Sie die Laufzeit in Jahren, auf der Hochachse sehen Sie die Rendite, die man bekommt. Und jetzt richten Sie Ihren Blick bitte zuerst mal auf die schwarze Kurve ganz oben. Das ist die Zinsstrukturkurve vor 20 Jahren. Also sind vor 20 Jahren sind Sie zur Bank gegangen oder mit Ihrem Finanzberater des Vertrauens und haben gesagt, ich würde gerne 10-jährige deutsche Bundesanleihe kaufen. Dann sehen Sie hier unten die Laufzeit, 10 Jahre, und dann sehen Sie hier, okay, dann haben wir diesen Punkt. Das heißt, für die 10-jährige deutsche Anleihe gab es damals eine Rendite von ungefähr 7,5%. Also, so weit, so nett. Dann sind Sie vor 10 Jahren zur Bank gegangen, weil vielleicht Ihre Anleihe fällig geworden ist oder weil Sie einfach neues Geld haben. Und Sie sagen wiederum, hat ja gut funktioniert, ich möchte wieder eine Bundesanleihe kaufen, der deutsche Staat wird schon immer solvent sein, ich hätte gerne wieder eine Anleihe mit 10-jähriger Laufzeit. Dann schauen Sie hier nach oben und dann stellen Sie fest, die Rendite liegt schon nur noch bei rund 4%. Und wenn Sie das Gleiche im aktuellen Umfeld tun, meine Damen und Herren, dann liegt die Rendite, die Sie heute noch realisieren, bei unter 0,4%. Das heißt, der Zinscoupon einer Anleihe, die Sie heute kaufen, oder die Rendite, das ist jetzt mathematisch nicht korrekt, aber nur mal zum Verständnis, Sie brauchen 10 mal 0,4%, um die Rendite zu realisieren, die Sie vor 10 Jahren in einem Jahr kassiert haben. Also das ist wirklich eine dramatische Bewegung an den Kapitalmärkten. Und vor allem auch, wenn Sie mal schauen, wo die langfristigen Kapitalmarktrenditen liegen. Also wenn Sie Geld auf 20 Jahre anlegen wollen oder müssen, weil Sie eine Versicherung sind oder ein Versorgungswerk oder sogar 30 Jahre, dann stellen Sie fest, Sie kriegen das kaum vergütet, dass Sie Ihr Geld länger anlegen, weil die Zinsdifferenz, die ist relativ gering und die Rendite einer 30-jährigen deutschen Staatsanleihe liegt ein gutes Stück unter 1%, natürlich vor Handelskosten, vor Inflation, vor Steuern. Also um Ihnen mal klarzumachen, welchen massiven Anlagenotstand wir hier haben, und das eine Phase, wo man auch Versicherungen und Pensionskassen zwingt, langfristige Verpflichtungen gegenüber den Versicherten, also Ihnen, den Kunden, mit langfristigen Vermögenswerten wie Anleihen zu decken. Meines Erachtens eine Katastrophe. Die Regulierung kommt hier mal wieder zu spät und deswegen sollten Sie das Thema lieber in die eigene Hand nehmen, weil die regulatorischen Vorschriften bei den Versicherungen so groß sind, dass ich große Skepsis habe, was das Thema reale Vermögensmehrung in der kapitalgedeckten Altersversorgung betrifft, sofern sie eben zinsbasiert ist. Und hier sehen Sie mal das Extrem. Sie müssen schon ungefähr auf eine Laufzeit von 7 Jahren aktuell gehen, damit Sie keine Gebühr bezahlen müssen, dafür, dass Sie dem deutschen Staat Geld leihen können. Also, eine ganz extreme Phase, ein ganz massiver Anlagenotstand, der sich natürlich auch in verschiedenen anderen Sektoren, wie dem Immobiliensektor, bemerkbar macht. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob Sie, wenn Sie eine Immobilie kaufen zur Vermietung, ob Sie 4 oder 4,5% mit einer deutschen Bundesanleihe verdienen, dann wollen Sie auch ein bisschen mehr Rendite bei der Immobilie, weil sie macht ja doch Aufwand und birgt gewisse Risiken wie Mietausfallrisiko und ähnliches.
als wenn sie nur noch 0,3 oder 0,4 für eine deutsche Anleihe bekommen. Also ganz extrem. Und dementsprechend die aktuelle Phase trifft nicht nur die Leute, die dann in der Börse anlegen, sondern jeden, der eine Versicherung hat, der einen Versorgungszweck hat, der vermietet Immobilienbesitz und ähnliches. Also ganz extreme Phase. Die Auswirkungen sehen wir nicht nur bei den Bundesanleihen, sondern auch allem, was etwas mehr Kreditrisiko trägt, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen, Unternehmensanleihen. Hier mal die Werte in Blau vom Jahr 2003, in Rot von 2007 und Grün. Das sind die letzten Daten. Und da sieht man schon sehr extrem, wie weit die Renditen zurückgekommen sind. Und wenn Sie heute mal überlegen, dass Sie ein Anleger sind, der 50% in deutsche Staatsanleihen investiert, dann bekommen Sie auf 50% Ihres Geldes 0,4. Auf die anderen 50% kriegen Sie für Unternehmensanleihen 1,1. Das ist ein Mischzins von 0,75 vor Steuern, vor Inflation, vor Kosten. Also ganz extrem. Und das Einzige, was relativ stabil geblieben ist, interessanterweise, das sind die Dividendenrenditen am Aktienmarkt. Das sehen Sie hier unten einmal für den DAX, einmal für den MSCI World, also sprich den globalen Leitindex. Also die Dividendenrenditen doch bedeutend stabiler geblieben als die Zinsen in der Vergangenheit. Was können wir mit diesem Wissen machen? Wir können das Wissen anwenden. Thema die Grundrechenarten. Dementsprechend habe ich Ihnen hier mal zwei Beispiele mitgebracht. Und da schauen Sie bitte zuerst auf das Beispiel oben. Das ist jetzt ein berufsständisches Versorgungswerk. Aber diesen Mechanismus können Sie auf jedes beliebige Finanzprodukt anwenden. Also was tun wir hier? Zunächst einmal haben wir die Segmentbeschreibung. Was ist es? Ist es ein Schuldschein, eine Namensschuldverschreibung? Ist es eine Aktie, eine Anleihe? Was ist es? Und dann sehen wir hier den Anteil. Also sprich, was Sie hier sehen, ist der Durchschnitt, wie ein Versorgungswerk in Deutschland sein Geld anlegt. Und 25,9% des Geldes liegen in Schuldscheinforderungen. Also man hat Geld verliehen. Diese bringen einen geschätzten Ertrag von 3%. Das heißt, wenn 25% oder 25,9% meines Vermögens eine erwartete Rendite von 3% haben, dann habe ich einen Ergebnisbeitrag von 0,78%. Das heißt, man multipliziert das miteinander. Und das tut man für jede Vermögensklasse. Und Sie sehen, für den Anleihenbereich habe ich eine Rendite von 3% angenommen, wohl wissend, dass das natürlich weit über dem ist, was Sie eben gesehen haben. Aber ich wollte Sie jetzt am späten Mittwochabend auch nicht zu sehr schocken. Sie sehen, für Rohstoffe und Immobilien habe ich eine Rendite von 5% angenommen, für Aktien eine Rendite von 6%. Also wie gesagt, da geht es jetzt nicht um Scheingenauigkeit bezüglich Renditen, sondern es geht um den Mechanismus. Also, wir nehmen die Vermögensklassen in dem Anteil, wie sie im jeweiligen Vermögen gewichtet ist, multiplizieren es mit dem jeweilig geschätzten Ertrag. Bei Anleihen ist das natürlich viel einfacher als bei Aktien oder Rohstoffen. Und dann addieren wir das. Und da sehen Sie, dass ein Versorgungswerk eben unter diesen Prämissen diese Renditeerwartung hat. Das Gleiche machen wir für eine klassische kapitalgedeckte Lebensversicherung. Auch hier keine Geheimnisse. Die Zahlen sind vom GDV, also der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft. Die werden einmal pro Jahr im Statistischen Jahrbuch veröffentlicht, also absolut frei zugänglich, kein Geheimwissen. Wir sehen, dass rund 89% der Vermögenswerte in Rentenpapieren liegen. Die habe ich wiederum mit 3% Rendite angesetzt, um natürlich auch hier konstant zu sein oder konsequent in den Annahmen. Wir gewichten es wieder miteinander, multiplizieren das und addieren das auf. Und dann sehen Sie, dass in diesem Schema die klassische kapitalgedeckte Versicherung eine Renditeerwartung hätte von 3,3%. Natürlich vor Kosten, vor Steuern, vor Inflation und mit Renditeannahmen, von denen ich glaube, dass sie etwas zu positiv sind, weil hier nochmal die Renditeübersicht. Sie sehen es ja mit Unternehmensanleihen mittlerer Laufzeit auf Indexebene kriegen Sie gerade mal 1%. Und Sie müssen schon in den Hochzinsanleihebereich gehen, um zumindest mal Richtung 4% zu kommen. Also die Annahmen sind doch eher positiv als negativ. Und wenn wir uns jetzt noch klar machen, dass natürlich die Inflation jederzeit steigen kann, während die Einkaufsrenditen bei festverzinslichen Wertpapieren fest sind, dann sehen wir das ganze Dilemma. Und jetzt wissen Sie, warum ich glaube, dass die kapitalgedeckte zinsbasierte Altersvorsorge große Schwierigkeiten in der näheren Zukunft haben wird. Jetzt können Sie mir natürlich das abnehmen oder auch nicht. Deswegen habe ich Ihnen hier mal in der Berechnung von einem großen deutschen Lebensversicherer mitgebracht, von der Direktversicherung, Cosmos Direkt, können Sie auf der Webseite nachrechnen, auch das ein nachvollziehbares Wissen. Die Fragestellung war hier, naja, ich bin heute 65 Jahre alt, ich möchte 500 Euro monatliche Rente haben und ich möchte gerne, dass die Rente jedes Jahr um 2% steigt, um den Kaufkraftverlust aufzufangen. Und da sehen Sie, in dieser Kalkulation brauchen Sie 161.000 Euro Kapital, um diese Rente zu zahlen.
Und die gleichen Berechnungsgrundlagen gelten natürlich auch, wenn Sie die Ruhestandsplanung für sich selbst machen. Roundabout, nehmen Sie das mal als Daumengröße mit. Pro 500 Euro Rente, die Sie haben möchten oder die Ihnen jemand verspricht, braucht derjenige ungefähr 120.000 Euro Kapital. Und wenn diese Rente um 1% pro Jahr steigen soll, dann brauchen Sie 10% mehr. Und wenn sie 2% steigen soll, brauchen sie 20% mehr. Also 20% auf 120.000 sind 24.000 und 24 plus 120 sind 144. Ja, so einfach ist Finanzmathematik. Dann haben Sie noch ein paar Kosten drauf und dann wissen Sie, warum die Versicherung 160 von Ihnen benötigt. Andersrum gesprochen, Sie sind heute 64. Sie haben eine Renteninformation der gesetzlichen Rentenversicherung. Da steht drauf, Sie bekommen ab nächster Woche 2.000 Euro Rente. Dann wissen Sie, Sie haben viermal 500 Euro Garantierente, entspricht also ungefähr einer 500.000 Euro. Und diese 500.000 Euro sollten Sie natürlich in Ihrer Vermögensstrukturierung berücksichtigen, weil diese natürlich ebenfalls Inflation unterliegt, weil es natürlich eine Forderung ist. Es ist nichts anderes als eine Staatsanleihe, die Sie nicht verkaufen können, aber trotzdem zwingend notwendig, diese zu berücksichtigen. Also, Ruhestandsplanung muss neu gedacht werden. Konventioneller Ansatz heißt, ich baue einfach Vermögen auf, ohne mir Gedanken zu machen. Modern heißt, ich muss mir nicht über Vermögen Gedanken machen, sondern über Einkommen. Warum ist das wichtig? Stellen Sie sich Folgendes vor, Sie sind im Ruhestand und das ist jetzt mathematisch nicht korrekt, aber nur als Beispiel. Sie sind im Ruhestand und Sie generieren 9 Jahre lang 0 Ertrag. Und im Jahr 10 generieren Sie 40%. Das ist jetzt arithmetisch, wenn Sie 40 durch 10 Jahre teilen, haben Sie 4% im Schnitt verdient. Ja, aber im Ruhestand müssen Sie ja jedes Jahr Ihre Brötchen bezahlen und Sie müssen ja jede Woche tanken gehen. Deswegen im Ruhestand geht es weniger um langfristige Rendite im Durchschnitt, sondern es geht um laufenden Cashflow, weil Sie müssen ja auch laufend Ihre Rechnungen bezahlen, um Ihren Lebensstandard zu finanzieren. Heißt natürlich auch, die Risikomessung muss anders sein. Momentan schaut man noch viel auf die Schwankungsbreite des Portfolios. Das ist natürlich Blödsinn. Wir müssen darauf schauen, wie ist der Ausfinanzierungsgrad des Einkommens, was ich privat erzielen muss, um die Situation gesamt darzustellen. Erfolgsmessung, klassisch Höhe des Vermögens, modern Ausfinanzierungsgrad des Einkommens. Heißt natürlich auch die Anlagestrategie in vielen Fällen heute noch starr. Typisierung nach Alter und ähnliches. Irgendwelche blödsinnigen Formeln, so nach dem Motto, die Aktienquote ist 100 abzüglich Lebensalter. Also das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Und wie gesagt, die Zukunft heißt, ich muss dynamisch das rechnen und deswegen auch hier zeitgemäße Ruhestandsplanung, aber auch das etwas, was wir Ihnen noch vorbereitet haben. Also ganz klar, wir brauchen Erträge, Zinsen gibt es keine mehr und was Sie dementsprechend häufig lesen, ist, dass Dividenden die neuen Zinsen sind. Woher kommt diese Aussage? Hier mal eine Grafik aus der Marketingbroschüre einer großen Vorgesellschaft. Die Zeitreihen und Daten sind absolut korrekt. Und was Sie hier sehen, ist, dass die Dividendenrendite der europäischen Aktienmärkte, hier sehen Sie die Umlaufrendite der ausstehenden deutschen Anleihen. Und na klar, wir sehen hier ein Riesendelta, also eine Riesendifferenz. Das heißt natürlich, es macht Sinn, eher Dividenden zu besitzen, als mickrige Zinsen zu kassieren. Soweit natürlich hier die Betrachtung. Nun ja, wir gehen mal ein bisschen ins Detail und da sehen wir, ja, das mag sein, dass das so ist, aber Dividenden ist der Zahlungsstrom von Aktien und Aktien haben natürlich ganz andere Schwankungsrisiken als Anleihen. Und bei einer Anleihe, wenn derjenige, dem Sie das Geld gegeben haben, nicht pleite geht, dann kriegen Sie das Geld zumindest nominal zurück. Bei einer Aktie haben Sie diese Garantie eben nicht. Wie gesagt, wir reden nicht über Kaufkraft, wir reden rein über nominal. Und was Sie jetzt hier mal sehen, für den europäischen Aktienmarkt seit 1970, immer in 5-Jahres-Zeitraum, da sehen Sie, okay, wir hatten einen negativen Kurseffekt in diesem Jahr, aber die Dividende war positiv. Ja, das sehen Sie insgesamt auch in Schwächephasen. Der Markt geht auch runter, ich habe trotzdem eine positive Dividende, deswegen nehmen Sie bitte als Leitsatz mit, die Schwankungsbreite, zum Beispiel der Unternehmensgewinne, respektive auch der Dividenden, ist bei weitem nicht so hoch wie die Schwankungsbreite des Aktienmarktes. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Immobilien und andere Vermögensklassen. Tendenziell schwankt der Vermögenswert im Preis stärker als die zugrunde liegenden Cashflows. Das Gleiche sehen Sie hier nochmal für Nordamerika, also eben die USA. Wir sehen das gleiche Bild in schwachen Marktphasen, wo ich Kursverluste habe,
habe ich meine Dividenden, das ist emotional sehr positiv, aber man muss ganz klar sagen, es lindert den Schmerz. Aber gerade für Anleger, die typischerweise aus der Festgeld-, aus der Tagesgeldecke kommen, Bausparverträge abgeschlossen haben und, also die eigentlich eher defensiver sind, die sollten sich momentan nicht Hals über Kopf in Dividenden stürzen, aus diesem simplen Marketing-Slogan hinaus, weil sie haben natürlich doch ein anderes Risiko. Das sieht man hier nochmal sehr, sehr deutlich und auch das ist aus der Marketingbroschüre einer großen Fondsgesellschaft. Und wie gesagt, fachlich sind die Aussagen korrekt, aber Sie können ja auch hier lesen, Aktien mit hoher Dividendenrendite konnten in der Vergangenheit an steigenden Märkten partizipieren und darüber hinaus das Verlustrisiko deutlich reduzieren. Das müssen wir jetzt mal in eine Perspektive setzen. Was haben wir hier? Partizipation an steigenden Aktienmärkten zu 92% bedeutet Folgendes. Der Aktienmarkt steigt um 10%. Wenn ich mit 92% partizipiere, habe ich also nicht 10% plus, sondern 9,2%. Partizipation an fallenden Aktienmärkten. Der Aktienmarkt fällt um 10%. Mein Depot oder meine Strategie, die dividendenorientiert ist, fällt nicht um 10, sondern fällt nur um 8%. Also sie fällt weniger. Aber nichtsdestotrotz, machen Sie sich mal diese Dimension umgerechnet in Euro klar. Ja, wenn Sie ein Anleiheportfolio haben von 100.000 Euro und da gibt es mal eine Schwankung, dann ist es in Euro gemessen was ganz anderes, als wenn der Aktienmarkt mal stark schwankt. Und wenn Sie dann auf einmal da sitzen und stellen fest, als unerfahrener Anleger, ich habe beim Aktienmarkt nicht 30% verloren wie der DAX, sondern nur 24%, also nur 80% davon, also 24%, dann sind Sie wahrscheinlich nicht wirklich glücklich. Und dementsprechend, Sie haben heute sehr, sehr viele Möglichkeiten, in Dividendenstrategien zu investieren, ob jetzt mit aktiven Anlagestrategien, ob mit passiven Anlagestrategien, wie zum Beispiel ETFs. Sie können es auf globaler Ebene tun, Sie können das nach Regionen tun. Sie bekommen heute zum Beispiel mit einer guten Dividendenstrategie in der Eurozone recht breit gestreut. Über einen ETF kommen Sie immer noch auf rund 5% Dividendenrendite. Aber ganz klar, wir müssen natürlich schauen, dass wir vorher verstehen, was wir kaufen und dass wir nicht dieses Thema Dividenden als neuen Zins sehen, sondern es ist ein Ertragsstrom, den es schon über 100 Jahre gibt, der ist nichts Neues. Aber mir muss klar sein, die Gewichtung muss zu meiner persönlichen Anlagestrategie natürlich passen. Ergänzend zu dem reinen Dividendenansatz gibt es noch einen Ansatz, bei dem das durch ein Termingeschäft ergänzt wird. Und dann sehen Sie hier, ich habe eben nicht nur meine Erträge aus Dividendenausschüttungen, sondern ich habe noch zusätzliche Erträge, die kommen über den Terminmarkt. Technisch gesprochen werden hier Kaufoptionen verkauft, sogenannte Short Calls. Und wenn ich etwas verkaufe, bekomme ich eine zusätzliche Prämie. Und Sie sehen hier mal die Darstellung für das Jahr 2014. Die Zielrendite aus Dividendenrendite und Optionsprämie lag damals bei 7%. Die wurde sogar etwas überschritten. Die Zielausschüttung für 2015 liegt auch bei 7%. Ganz klar, durch die zusätzliche Prämie bin ich noch etwas defensiver als die reine Dividendenstrategie. Aber ich deckel mich natürlich in sehr stark steigenden Märkten etwas nach oben, weil demjenigen, die ich diese Kaufoption verkauft habe, der könnte sie irgendwann ziehen. Was will ich Ihnen damit sagen? Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Thema Dividende abzubilden, über verschiedene Strategien, aber eben vor allem zusätzlich auch, man kann auch zusätzliche Erträge generieren. Auch hier gibt es verschiedene ETFs bzw. aktive Fonds, die in das Thema übernehmen, um hier laufende Erträge zu generieren. Nächstes Thema, Mischfonds, Multi-Asset Income, Income Optimizer, gibt es verschiedene Strategien. Die Idee hierhinter ist zu sagen, wir fokussieren uns nicht auf den Kapitalgewinn, also auf die reine Kursentwicklung, sondern wir versuchen Vermögensklassen zu finden, die einen gewissen laufenden Ertrag haben. Deswegen auch hier, reales Beispiel, die Strategie hat ein Ertragsziel laufend von 5%, vierteljährlich werden also 1,25 ausgeschüttet und hier sehen Sie wieder den gleichen Mechanismus, den Sie vorhin auch in meiner Beispielrechnung gesehen haben. Ich habe hier meine Anlageklassen, die haben momentan eine gewisse laufende Rendite und wenn wir im Endeffekt natürlich das hier aufsummieren und so gewichten, wie es in der Strategie hier enthalten ist, dann komme ich eben momentan auf eine Zielrendite von 5,2%. Sieht ja erstmal ganz gut aus. Und natürlich, Sie sehen schon, der Einkommensstrom ist bedeutend stärker diversifiziert als bei einem reinen Dividendeninvestment, weil natürlich meine Erträge nicht nur aus dem Thema Ausschüttung aus Unternehmen kommen, sondern ich habe
hier natürlich noch Hochzinsanleihen drin oder ich habe Schwellenländeranleihen mit drin, ich habe Immobilien mit drin. Also das Ganze ist ein bisschen breiter gestreut und dementsprechend muss man sich natürlich überlegen, welche Kombination von Vermögensklassen macht hier Sinn. Aber auch hier gibt es verschiedene Angebote, manche sind eher aktienorientiert, manche sind eher anleiheorientiert. Also auch hier am Ende des Tages macht die Kombination verschiedener Einkommensstrategien, um im Endeffekt das Ergebnis zu stabilisieren. Aber Sie wissen, jede Medaille hat zwei Seiten. Und das sehen Sie hier dargestellt. Sehen wir mal die Renditen für verschiedene Vermögensklassen, Staatsanleihen, USA, deutsche Bundesanleihen, Unternehmensanleihen guter Bonität, Dividendenaktien und ähnliches. Und was Sie hier sehen, hier oben über der Nulllinie, das ist der laufende Ertrag. Und was Sie hier unten sehen, wo es nach unten geht, das ist der größte Verlust, den man über einen 3-Jahres-Zeitraum generiert hat. Also, Sie sehen es hier. Dividendenaktien, schöne Sache, laufender Ertrag 3,8%, klingt ganz toll, wenn die Bundesanleihe bei 0,35 tendiert, aber im schlimmsten Fall habe ich in den letzten 3 Jahren auch mal 17% Verlust hinnehmen müssen. Also statt 100.000 Euro hatte ich noch 83.000 im Depot. Und das ist dementsprechend ein ganz wichtiger Aspekt, vor allem da hier natürlich die Finanzkrise aus dem Jahr 2008 fehlt, wo ja viele Märkte eingefroren sind. Und dieses Thema Einfrieren von Liquidität bei den Kreditmärkten könnte sich ja durchaus wiederholen, wenn die Notenbanken sich mal anderweitig positionieren sollten. Und deswegen ganz klar, wir brauchen verschiedene Ertragsquellen, aber es macht natürlich Sinn, sich vorher bei der Investition mal anzuschauen, wie waren denn die Verluste, wie wurden die Verluste aufgefangen, wie lange hat es gedauert, bis ich wieder auf der Nulllinie war und dementsprechend auch nochmal diese wichtige Differenzierung zwischen laufendem Ertrag und Kapitalgewinn, gerade dann, wenn Sie natürlich nicht mehr aktiv arbeiten, sondern tendenziell natürlich auch die Kapitalerträge brauchen, um die Rente oder sonstige Themen eben hier entsprechend aufzubessern. Also ganz wichtig, meines Erachtens, sinnvolle Produkte, dieses Thema, weil Sie haben dieses Thema Einkommen. Damit Sie irgendwie auf 3,5, 4, 5% Rendite kommen, müssen Sie natürlich in Sachen Kreditqualität und Laufzeit der Kredite natürlich längere Laufzeiten gehen. Sie müssen mehr Kreditrisiko eingehen, um die Erträge zu erzielen. Das heißt, ich brauche mehr Risikostreuung. Und natürlich auch, wenn wir heute Dividendenrenditen von vielleicht 4 oder 4,5% haben, dann bekommen Sie die nicht von der Nestlé, sondern Sie müssen tendenziell auch natürlich in die zweite Reihe. Und deswegen die Risikostreuung natürlich ganz wichtig, nicht nur über die Vermögensklassen, sondern auch über die Anzahl der Papiere, die da drin sind. Ja, und so in so einem durchschnittlichen Mischfonds finden Sie ungefähr, je nach Ausgestaltung, zwischen 1.000 und 1.500 verschiedenen Wertpapieren. Und wie gesagt, wenn wir jetzt so ein einkommensorientiertes Portfolio zusammenstellen, setzen wir meistens 7 bis 8 verschiedene Kombinationen ein von ETFs, von Investmentfonds und anderen Produkten. Also das heißt, da kommt schon eine ordentliche Anzahl von Papieren zusammen und das natürlich über Einzelwerte schwer umzusetzen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, wenn Sie über das Thema etwas lesen, denken Sie auch immer an diese Grafik. 3,5% laufender Ertrag sind toll, aber auch mal die letzten 3 Jahre, wo es ja am Aktienmarkt doch eigentlich eher positiv war, ging es eben mal 17% nach unten. Und deswegen ist das Thema finanzielle Risikobereitschaft auch beim einkommensorientierten Investieren ganz wichtig. Da sollte man sich nicht zu sehr von dem Anlagenotstand in Anlagestrategien reindrücken lassen, die das eigene Risikoverhältnis dann doch übersteigen. Hier sehen Sie es nochmal in der Praxis. Und wie sieht sowas aus? Das sind jetzt auch echte Daten. Ich habe natürlich die Informationen rausgeschnitten, die auf das konkrete Wertpapier hindeuten. Also Sie sehen typischerweise, wir haben angefangen hier 2008. Ich hatte ein Kapital von 100.000 Euro. Das waren also 1.000 Fondsanteile zum Preis von 100 Euro, dann sehen Sie, der Fondsanteil entwickelt sich entsprechend. Ich habe hier meine Ausschüttung pro Anteil. Das heißt, ich habe 1.000 Anteile. Wenn ich 1,14 Euro Ausschüttung habe, sind das 1.140 Euro. Die Ausschüttungen kommen eben quartalsweise. Wenn ich diese 4 Ausschüttungen addiere, komme ich auf diesen Betrag. Und wenn ich das über diese verschiedenen Jahre mache, dann stelle ich insgesamt fest, ich habe jetzt in diesem Zeitraum von 2008 bis 2015 Ausschüttungen von rund 37.000 Euro erhalten. Gleichzeitig noch eine Kursentwicklung entsprechend realisiert und so, dass auch der Mechanismus, wie wir es bei einkommensorientierten Investments immer haben. Grundsätzlich, auch das sei gagesagt, Sie müssen immer ein bisschen darauf achten, wie Sie es im Depot dargestellt bekommen, weil die meisten Banken stellen Ihnen dar, Sie haben gekauft zu einem Preis von X und der gegenwärtige Wert heute ist Y. Und was dann natürlich fehlt, sind die Ausschüttungen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben damals für 100 Euro gekauft, haben jedes Jahr 5% Ertrag generiert, der ging aufs Konto,
dann ist der Fondsanteilspreis nach 10 Jahren immer noch bei 100, obwohl Sie 10 mal 5 Euro ausgeschüttet bekommen haben. Also das ist ein wesentliches Thema, aber das kriegen die Banken irgendwie auch nicht richtig geregelt, das mal sauber abzubilden. In der Praxis sieht das dann eben so aus, dass Sie hier in Blau sehen Sie die Wertentwicklung des Fonds oder der Strategie, kann ja auch eine Vermögensverwaltung sein. Und hier unten, das ist die reine Kursentwicklung oder die Fondspreisentwicklung, weil natürlich die Erträge jeweils rausfließen. Also das ist, wie gesagt, ganz wichtig zu berücksichtigen. Noch ein Beispiel, damit Sie es auch noch mal verdeutlicht bekommen. Wir haben hier eine Ausschüttung gehabt. Der Kunde hat irgendwann mal 10.000 Euro angelegt. Wir hatten jetzt eine Ausschüttung und da sehen Sie mal, wie sich die Ausschüttung von 126 Euro zusammensetzt. Wir haben einen Teil aus Kursgewinnen, wir haben einen Teil aus Dividenden und eben anderer Teil aus Zinsen. Und die Idee muss natürlich sein, es so breit zu strukturieren, dass ich verschiedene Einkommensquellen habe, dass vielleicht die Dividenden die fehlenden Kursgewinne mal ausgleichen können oder dass vielleicht die Kursgewinne in Zeiten fallender Zinsen das kompensieren. Etwas, was wir die letzten Monate sehr schön gesehen haben. Und der Aspekt hier natürlich auch nochmal, laufende Erträge verbessern Ihr Anlegerverhalten. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir Menschen sind ja emotional, kommt noch aus der Steinzeit. Ja, wenn Sie einen Säbelzahntiger gesehen haben, dann konnten Sie nicht erst eine Rechnung aufmachen, ob es jetzt besser ist, wegzulaufen oder zu kämpfen, sondern Sie mussten direkt entscheiden. Und dementsprechend also reagieren wir heute auch nochmal häufig, wenn es um finanzielle Entscheidungen geht und dementsprechend das nicht immer ganz so glücklich. Im Kern führt das nämlich dazu, dass wir eine große Differenz haben zwischen der Anlagerendite, also der Rendite, die eine Anlage generiert, eine Aktie, eine Anleihe, ein ETF, ein Investmentfonds, spielt keine Rolle, und der Anlegerrendite, also das, was ich als Anleger letztendlich verdiene. Und die Amerikaner nennen diese Lücke die Behavior Gap, die Verhaltenslücke. Die führt dramatischerweise natürlich dazu, dass ich viel, viel weniger verdiene, als ich eigentlich verdienen müsste oder auch eigentlich verdienen könnte. Gründe, schlechtes Anlegerverhalten, wir haben natürlich Intransparenz, wir haben eine hohe Komplexität, gerade bei Garantieprodukten versteht ja in vielen Fällen der Berater selbst nicht mal, wie genau sich das Ding verhält, wenn X oder Y passieren. Interessenskonflikte natürlich auch ganz klar zwischen Kunde und Berater, dementsprechend muss natürlich das Geschäftsmodell der Bank, des Finanzdienstleisters, sollte so aufgesetzt sein, dass es diese Interessenskonflikte nicht gibt. Und ganz wichtiges Thema, Emotionen, sowohl bei Ihnen als auch gegebenenfalls beim Berater. Ob das jetzt ein externer Berater ist oder ob das innerhalb einer Familie ist, oft gibt es ja einen Finanzminister, der entscheidet die finanziellen Themen. Wenn es gut läuft, ist alles nett am Abendessentisch. Wenn es mal schlecht läuft, gibt es gegebenenfalls emotionalen Druck. Der führt dann zu schlechten Entscheidungen. Und das ist etwas, was man leider immer wieder sieht in Studien, dass natürlich hier eine große Differenz besteht zwischen dem, was der Kapitalmarkt bietet und dem, was die Anleger verdienen. Und auch die Medien, das muss man auch natürlich sagen, haben natürlich einen großen Einfluss, die müssen Auflage machen. Wenn der DAX heute hochgeht, dann lesen Sie überall DAX 20.000. Wenn der DAX mal 500 Punkte fällt, dann lesen Sie DAX 3.000. Klar, man muss Auflage machen, aber diese Finanzpornografie ist natürlich eher Entertainment und sollte nicht mit Information verwechselt werden. Und dementsprechend, wie gesagt, verwechseln Sie nie irgendwelche Presseberichte oder Beiträge mit persönlicher Beratung. Die Herausforderung wird jetzt noch größer, weil in der Vergangenheit gab es Zinsen. In der Zukunft gibt es nur noch wenige Zinsen. Das heißt, tendenziell werde ich mehr Schwankungsbreite in meinem Portfolio durchhalten müssen, um zumindest noch einen kleinen Ertrag oder einen gewissen Ertrag zu erzielen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von schlechtem Anlegerverhalten, die steigt jetzt natürlich in der Zukunft sogar noch. Und deswegen meines Erachtens wichtig, sich wirklich intensiv mit seiner Anlagestrategie auseinanderzusetzen und vor allem zu schauen, welche Fehler macht man denn. Häufig ist es so, Anleger investieren zu speziell. Man investiert in 8 Aktien, und wenn die nicht steigen, dann sagt man, der Kapitalmarkt funktioniert nicht. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Oder man setzt auf eine Branche oder man läuft Trends hinterher. Das sind natürlich alles Themen, für die der Kapitalmarkt nichts kann, sondern man investiert einfach zu konzentriert. Deswegen, wir haben das Thema mal aufgegriffen, orientiert sich am norwegischen Staatsfonds, der die Erträge aus dem Öl- und Gasgeschäft für die nächsten Generationen anlegt. Und dann wird diese ganzen Anlegerfehler auch mal ausgemerzt. Wir sagen ganz klar, okay, es gibt einen strategischen Aktienanteil zwischen 40 und 60 oder 65 Prozent, je nach finanzieller Risikobereitschaft. Ja, die ist durchaus unterschiedlich. Ich muss natürlich diese Schwankungen zwischen Sachwerten wie Aktien und Geldwerten, die muss ich natürlich regelmäßig austarieren und auch hier ohne Emotionen. Deswegen legt man das von vornherein fest, und zwar in einer ruhigen Phase.
Man kann wissenschaftlich fundierte Risikoprämien nutzen. Auch die sind bekannt. Und auch ein ganz wichtiges Thema, wir leben natürlich in einer Welt, wo die Notenbanken natürlich für Verzerrungen sorgen in der Preisfindung von verschiedenen Vermögensklassen, sei es bei Anleihen, gegebenenfalls irgendwann auch mal bei Aktien, wobei da sind wir meines Erachtens noch ganz, ganz weit weg. Und die muss ich eben verhindern und die kann ich dadurch verhindern, da ich einen substanzorientierten Ansatz wähle, also immer darauf achte, dass wievielfache eines Unternehmensgewinnes zahle ich für das Unternehmen, wie ist denn der Preis des Unternehmens im Verhältnis zu den Buchwerten, die in der Bilanz sind. Also das ist dann relativ technisch, aber das ist heute möglich und wie gesagt, als Profi kann man auch auf institutionelle Fonds zurückgreifen, weil die natürlich effizienter sind und Kostenvorteile haben. Ich möchte Ihnen jetzt nochmal zeigen anhand dieser 65% Strategie, wie der Aktienanteil aufgestellt ist, wie man es heute bauen kann, weil auch das muss die Botschaft sein. Als privater Anleger haben Sie heute Zugriff zu Instrumenten und zu Werkzeugen, die vor 10, 12 Jahren nicht mal institutionellen Großanlegern zur Verfügung gestanden haben. Also Sie haben viel, viel mehr Möglichkeiten, Sie können viel, viel mehr abbilden und damit meine ich nicht nur Indexfonds, sondern ich meine auch risikooptimierte ETFs, also ganz, ganz viele Themen und Sie sehen es mal hier, wie so ein Aktienfolio sich aufstellt. Aber ganz wichtig, das habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht, Sie sehen es hier unten, das ist der Portfolio-Mix, den man momentan hat, gemessen am Preis-Buch-Verhältnis. Und hier ist, je niedriger das Preis-Buch-Verhältnis, desto günstiger ist es. Und der globale Aktienmarkt auf Basis des MSCI World hat ein Kurs-Buch-Verhältnis von, ein Preis-Buch-Verhältnis von 2,18. Und der Mix, den wir hier gewählt haben, der hat einen von 1,56, ist also günstiger. Das heißt, dieses Gerede, der Aktienmarkt ist zu billig oder zu teuer, das trifft meistens einzelne Märkte. Sie können aber durch eine sinnvolle Strategie, kann man es immer schaffen, günstiger investiert zu sein als der Gesamtmarkt, breiter diversifiziert zu sein nach verschiedenen Sektoren und Branchen. Wie gesagt, wir haben das Ganze in Anlehnung an die Norweger mal umgesetzt in der strategischen Vermögensverwaltung. Das sehen Sie hier mal dargestellt. Herleitung einer individuellen Anlagestrategie. Ja, wie geht man es an, wenn man es wirklich vollständig und gesamthaft angehen möchte? Dann sollte man natürlich zuerst mal ein Lebensziel definieren. Wo will ich überhaupt hin? Oft ist das natürlich die Kernfrage. Warum lege ich überhaupt Geld an? Soll noch vom Erbe was übrig sein für die Kinder? Will ich meinen Ruhestand finanzieren? Möchte ich einen Firmenanteil kaufen in 8 Jahren? Weiß der Teufel. Ja? So, Lebensziel. Auf das Lebensziel kleben wir ein Preisschild. Finanzielles Ziel. Ja? Beispiel haben wir vorhin gesehen für das Thema Ruhestandsplanung mit der Berechnung von so einer sofort beginnenden Rentenversicherung, um mal ein Gefühl zu haben. So, finanzielles Ziel, Preisschild haben wir draufgeklebt. Dann schauen wir, wie viel Kapital wir hier nachhaltig einbringen können. Also Differenzierung zwischen Rücklage und Kapitalanlage. Und dann ist es nichts anderes, als mal zu rechnen. Welche Rendite brauche ich, um von meinem heutigen Status quo zu meinem Ziel zu kommen? Und wenn Sie das nicht getan haben, können Sie meines Erachtens überhaupt kein Geld anlegen. Weil wenn Sie Ihre Zielrendite nicht kennen, dann können Sie auch nicht wissen, welche Vermögensklassen Sie brauchen, um überhaupt die Chance zu haben, das Ziel zu erreichen. Wie im Urlaub. Sie sollten schon wissen, ob Sie eher in die Berge wollen oder ans Meer. Und genau das ist auch dieses Thema hier. Ich brauche eine gewisse Planung. Dann Berücksichtigung des Kapitalmarktumfeldes. In einer Welt mit 4-5% Rendite bei einer deutschen Staatsanleihe kann ich natürlich anders kalkulieren als heute. Deswegen müssen wir, nachdem wir die erforderliche Rendite errechnet haben, diese abgleichen mit den Renditen, die am Kapitalmarkt verfügbar sind. Für die Anleihen ziemlich simpel, die Übersichten habe ich Ihnen ja auch gezeigt. Für die Aktienmärkte ein bisschen komplexer, aber auch hier gibt es verschiedene Verfahren, um realistische Renditen zu nehmen. Das langfristige, zyklusbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis kann ein Thema sein. Es gibt da wissenschaftlich sehr fundierte Indikatoren, um mit sinnvollen Planungsannahmen zu rechnen. Die taugen alle nichts für die kurzfristige Entscheidung, also ob Sie heute Aktien kaufen oder nicht. Aber langfristig, mit welchen Renditen ich plane, da gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und den Abgleich müssen wir natürlich machen. Wenn man dann feststellt, dass es realistisch ist, das Ziel zu erreichen mit einer Rendite, die am Markt verfügbar ist, dann ist natürlich die Frage, kann ich diese Rendite mit meiner eigenen finanziellen Risikobereitschaft erreichen? Also, Renditeziel 4%. 4% sind heute durchaus machbar mit einem gewissen Risiko. Ihr Nachbar bringt die Risikobereitschaft vielleicht mit, Sie aber nicht. Deswegen macht es Sinn, sich auf jeden Fall mit der finanziellen Risikobereitschaft zu beschäftigen. Diese Risikobereitschaft ist ein Persönlichkeitsmerkmal und relativ stabil. Also macht es Sinn, die mal für sich zu ermitteln. Unseres Erachtens der Weltmarktführer mit der wissenschaftlichen Fundierung, ein Unternehmen aus Australien, die haben 25
einen Test mit 25 Fragen konstruiert. Sehr hohe wissenschaftliche Signifikanz. Wir setzen das auch seit einigen Jahren ein und im Nachgang zur Online-Konferenz haben Sie auch die Möglichkeit, die Zugangsdaten hier anzufordern. Ist im Endeffekt kostenfrei. Wir nutzen das typischerweise als Qualitätsmerkmal in der Beratung und nach der Beantwortung der Fragen bekommen Sie auch direkt die Auswertung als PDF. Also das sollten Sie auf jeden Fall mal im Feedbackbogen auch hier angeben. Dann natürlich, nächster Punkt, bestehende Vermögensstruktur. Habe ich Klumpenrisiken? Bin ich vielleicht nur im Euro investiert? Bin ich zu viel in Anleihen? Also Thema Vermögensstrukturanalyse. Wir nehmen von allen Verpackungen, von allen Versicherungs-, Finanz- und sonstigen Rücken, wir nehmen die Verpackung weg und gucken, was ist drin. Sind da Aktien drin? Sind da Anleihen drin? Sind da Edelmetalle drin? Und erst im nächsten Schritt schaut man, wie ist denn die steuerliche und rechtliche Behandlung. Deswegen Vermögensstrukturanalyse. Ganz, ganz wichtiges Thema. Meines Erachtens auch ein Muss, aber Sie sehen schon aus meiner Perspektive, ich bin ein großer Freund von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise, ist sowieso alles ein Muss, was Sie auf dieser Folie sehen. Dann Einbeziehung des Humankapitals. Was bedeutet Humankapital? Es macht natürlich einen Unterschied, ob Sie sich heute als Anwalt selbstständig gemacht haben und Ihr Cashflow schwankt wie bei einer Aktie oder ob Sie seit 25 Jahren verbeamtet sind und Sie relativ genau wissen, was die nächsten Monate und Jahre an Gehalt reinkommt. Und dementsprechend, wenn Sie dieses alles zusammennehmen, dann können Sie eine Anlagestrategie formulieren. Die gilt es schriftlich natürlich auch zu formulieren. Und ein Beispiel für diese Anlagestrategie haben wir ja auch auf der Webseite hinterlegt. Was tun wir für Sie im Kontext der dargestellten Themen? Erstmal aktiver Dialog und Unterstützung bei der Definition der finanziellen Ziele. Da scheitert es meines Erachtens schon oft. Es gibt zwar viele Anlagestrategien, es gibt ein Sammelsurium von Finanzprodukten, aber es gibt kein Ziel. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wenn Sie kein Ziel haben, können Sie auch nicht messen, ob Sie eine gewisse Zielerreichung haben und dann können Sie auch nicht messen, ob Sie eine Entscheidung oder eine Nichtentscheidung Ihrem Ziel näher bringt oder weiter entfernt. Dann ist ganz klar die Diskussion, was ist Rücklage, was ist Kapitalanlage? Klingt banal, aber wenn Sie 15, 20 Jahre lang Rücklagen aneinander legen in einem Zinsumfeld, wie wir es momentan haben, dann ist es einfach eine Katastrophe für das Thema Kapitalerhalt und Kaufkrafterhalt und die wenigsten können sich das leisten, mit ihrer Kapitalanlage keine Rendite zu generieren. Dann die Ermittlung der notwendigen Rendite und vor allem auch mit der Differenzierung zwischen laufender Ertrag und Kapitalgewinn. Ganz wichtig, vor allem wenn Sie weniger als 5 Jahre vor dem geplanten Ruhestand sind, ganz, ganz wichtiges Thema, Ruhestandsplanung mit der Differenzierung Ertrag und Gewinn. Die Frage muss sein, wie muss ich mich die nächsten Jahre aufstellen, um zum Ruhestandsbeginn einen Ertrag, einen laufenden Ertrag zu haben, der so breit über verschiedene Vermögensklassen gestreut ist, dass ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, meine Ziele zu erreichen. Dann Abgleich mit dem aktuellen Kapitalumfeld und Zukunftsannahmen, Abgleich mit der eigenen finanziellen Risikobereitschaft, wie wir es gerade gesehen haben. Und dann gilt es wirklich festzulegen, welche Vermögensklassen brauche ich, welche Instrumente nutze ich. Und der Instrumentenkasten ist heute für private Anleger wirklich sensationell, sowohl was die Kosten betrifft, als auch was den Zugang zu Strategien betrifft. Und dann gilt es eben, diese Anlagestrategie, diese persönliche Anlagestrategie zu formulieren und schriftlich festzuhalten und im Optimalfall auch zu definieren, was passiert, wenn wir mal wieder eine Krise an den Kapitalmärkten haben. Zum Beispiel in einer ruhigen Situation, ohne emotionalen Druck. Und dann wird es auch abgearbeitet, weil die nächste Krise kommt bestimmt. Deswegen nicht darüber philosophieren, warum etwas passiert, sondern darüber nachdenken, wo trifft es mich und sich bereits heute so positionieren, dass man das eben durchstehen kann. Und klar, regelmäßiger Abgleich der persönlichen Planung mit dem Umfeld. Dann kosteneffiziente Umsetzung, bankenunabhängig, sollte meines Erachtens heute natürlich sowieso das Maß der Dinge sein. Banken sind da natürlich tendenziell eher ein Abwickler, aber das nochmal ein ganz anderes Thema. Was haben wir für Sie zusammengestellt? Wir haben Ihnen nochmal für das Webinar eine kleine Webseite gebaut. Was finden Sie hier auf dieser Webseite? Sie finden hier zum einen nochmal eine Beschreibung für die strategische Vermögensverwaltung, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Also dieses Thema effizient und wissenschaftlich fundiert, handwerklich sauber in die globalen Kapitalmärkte zu investieren. Dann dieses Thema taktische Vermögensverwaltung. Wir haben ja auch einen eigenen Fonds, den wir strukturieren. Den haben wir mal hier auch dargestellt mit den großen Flossbach von Storch, Carmignac, Aetna, weil wir natürlich auch viele vermögensverwaltende Konzepte einsetzen. Sie haben die Möglichkeit, eben über uns eben auch in diese Produkte zu investieren und das auch zu sehr, sehr guten Konditionen. Auch da
können wir gerne mal natürlich sprechen. Und natürlich auch dieses Thema Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie. Wie sieht sowas aus? Und da haben wir Ihnen, hier sehen Sie am rechten Rand, wir haben Ihnen ein Muster hinterlegt zur Herleitung einer Anlagestrategie. Wie sieht sowas aus? Jetzt persönlich und nicht allgemein, sondern abstrakt. Wir haben Ihnen das Muster einer Ruhestandsplanung hinterlegt und zusätzlich nochmal eine Studie zum Thema Dividenden statt Niedrigzinsen, wo Sie dieses Thema Dividenden nochmal in Ruhe nachlesen können auf einigen Seiten. Wie war das Verhalten von Dividenden? Also wirklich ohne Marketing, bla bla, wirklich mal auf die Fakten reduziert. Ja, meine Damen und Herren. Genau. Wie kommen Sie auf die Seite? Sie bekommen natürlich im Nachgang zur Veranstaltung, bekommen Sie von uns eine E-Mail, nochmal mit einer kleinen Zusammenfassung. Da ist auch der Link zur Seite mit drin, weil das jetzt keine offizielle Seite ist, sondern wir haben hier speziell gebastelt für das Webinar. Dort finden Sie nochmal alle Fakten und können die Sachen in Ruhe durchlesen. Aber natürlich im Anschluss haben Sie auch die Möglichkeit, über das Feedback-Formular natürlich auch nochmal individuelle Wünsche zu äußern. Wir hatten in den vergangenen oder am Samstag wirklich ganz viele Fragen. Wir hatten vom Studenten, der sagt, ich kann 10.000 Euro anlegen, was soll ich jetzt tun? Bis hin zum Apotheker, der gesagt hat, ich verkaufe meine Apotheke in einem Jahr und dann habe ich einen großen Cashflow und ich will aus dem Versorgungswerk raus, möchte das privat machen, welche Möglichkeiten habe ich? Also relativ viele an Bandbreite. Unser Anspruch, das sage ich auch ganz offen, heißt ein Ansprechpartner für alle finanziellen Fragestellungen zu sein und entweder können wir es selbst oder wir kennen jemanden, der es kann. Und deswegen, wie gesagt, das Instrumentarium ist heute sehr, sehr groß. Sie haben sehr viele Möglichkeiten und die sollte man eben entsprechend auch nutzen, weil ja, ich glaube, es ist klar geworden, warum man sich heute etwas stärker selbst drum kümmern muss als in den vergangenen Jahren. So, meine Damen und Herren, ich habe viel geredet, auch schnell geredet. Ich hoffe, Sie haben möglichst viele Denkanstöße mitgenommen und ja, wir können jetzt gerne auch auf Ihre Fragen nochmal eingehen. Also, eine Frage haben wir hier. Im Cashkurs-Tagesausblick sprachen Sie von australischen Investitionen, die ein Gesamtpaket benötigen. Wie ist das Gesamtpaket gestaltet? Also, was war damit gemeint? Passt jetzt nicht so 100% zu dem Webinar-Thema, aber wir gehen natürlich gerne auf jede Frage ein. Was Sie momentan sehen, ist, dass man davon ausgeht, dass Australien, das Land hat ja rund 21 Jahre, 22 Jahre keine Rezession gehabt aufgrund des Rohstoffbooms in China, dass man auch dort die Zinsen tendenziell senken muss, weil die Konjunktur sich abkühlt. Und fallende Zinsen bedeutet natürlich steigende Kurse bei Anleihen. So, das würde natürlich dafür sprechen, heute eine australische Anleihe zu kaufen. Wenn ich sie heute kaufe und die Zinsen fallen, habe ich einen Kursgewinn. Wenn natürlich die Zinsen fallen, dann wird eine Währung natürlich unattraktiver, weil ne, geringerer Zins, weniger Attraktivität. Also macht das zum Beispiel Sinn, wenn ich davon profitieren möchte, zu sagen, okay, ich kaufe mir die australische Anleihe, sichere mich gleichzeitig gegen die Währung ab, dann kann ich genau das isolieren, was ich haben möchte und kann dann dementsprechend profitieren. Auch sowas können Sie heute über verschiedenste Strategien umsetzen. Wir haben zum Beispiel einen Investmentfonds von einer großen amerikanischen Gesellschaft, der macht nichts anderes, als permanent ungefähr 30 bis 40 dieser verschiedenen Themen zu kombinieren, was eine sehr schöne Sache ist, weil es eine sehr gute Ergänzung ist natürlich zu reinen Aktieninvestments, weil natürlich die Renditequellen ganz andere sind. Und wir müssen uns ja heute klar machen, dass in einer Welt ohne Zinsen brauche ich verschiedene Renditequellen und ich brauche vor allem auch Investitionen, die mir ein passendes Risikoverhältnis bieten. Und dann ist es eben auch ganz gut, verschiedene vermögensverhaltende Ansätze zu kombinieren. Ja, wenn Sie schauen, wir im Ypos Strategiefonds, wir sind sehr, sehr stark Freestyle auf die taktische Markteinschätzung. Letztes Jahr rund 8,5% Rendite, wir sind jetzt seit 1.1. bis heute bei knapp 10% und dann nimmt man natürlich mal Chips vom Tisch. Ja? Und wenn Sie verschiedene Ansätze kombinieren, kriegen Sie eine relativ gute Stabilität hier letztendlich eben auch hin. So, weitere Fragen. Wie funktioniert die Beratung? Ich wohne nicht in Darmstadt. Also, zum einen, wenn Sie natürlich von einem Partner von uns eingeladen sind, dann wenden Sie sich natürlich an diesen. Wir sind ja auch Dienstleister für andere Finanzdienstleister. Ansonsten spielt das keine Rolle, wo Sie sich befinden, da wir hier zentral in Deutschland sitzen und entweder treffen wir uns hier, wir treffen uns bei Ihnen, beziehungsweise wir arbeiten auch sehr gerne natürlich über die modernen Medien in persönlichen Online-Konferenzen. Und wir, wie gesagt, die Erfahrung ist, wir haben Kunden in Deutschland und im Ausland. Das hat bisher immer gut funktioniert, gerade persönliche Online-Konferenzen finde ich ein tolles Thema, weil genauso wie wir es jetzt für einen großen Teilnehmerkreis gemacht haben, kann man das natürlich individuell machen, man kann es auch noch so gestalten,
dass sie, dass wir Ihren Bildschirm sehen. Also wie gesagt, die moderne Technik macht viel möglich. Probieren Sie es einfach mal aus. Super Vortrag, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Genau. Dann ÜPO Strategiefonds, aber teuer. Ihr Strategiefonds ist aber teuer. TER 2,6%. Ja. Unser Fonds hat noch ein kleines Volumen, weil der Fonds bekommt bei uns nicht mehr Geld als ein externer Dritter. Aber wie gesagt, die nach dargestellten Renditen sind natürlich nach allen Kosten. Wie hoch sind die Transaktionskosten? Wenn Sie ein Portfolio bei uns eröffnen, auch das ist in der E-Mail nochmal drin, wir haben die Möglichkeit, Ihnen über verschiedene Partnerbanken natürlich den Fonds ohne Ausgabegebühr zur Verfügung zu stellen. Dazu haben Sie noch die Möglichkeit, natürlich auch dort andere Investmentfonds und ETFs zu, finde ich, sensationellen Gebühren zu erwerben. Und grundsätzlich, wir haben ja auch viele Kunden, die sich sehr stark selbst um ihre finanzielle Anlagestrategie kümmern, die eher einen Sparingspartner suchen als einen Berater. Hier haben Sie die Möglichkeit, dass wir Ihnen ein sehr kostengünstiges Depot zur Verfügung stellen. Und wenn Sie eben keine Beratung wollen, haben Sie zusätzlich zu den Konditionen die Möglichkeit, sogenannte Empfehlungslisten zu bekommen. Also nehmen wir das Thema dividendenorientiertes Investieren. Da haben wir zum Beispiel auch eine Empfehlungsliste von ETFs, von Investmentfonds, die dieses Thema abbilden, die wir für gut finden. Diese Liste pflegen wir auch aktuell und Sie bekommen dann quasi diese Informationen von uns auf aktueller Basis, also alle Informationen zum Produkt und haben dann die Möglichkeit, das kostengünstig umzusetzen über diesen Depotzugang. Genau. Wie finde ich den Zugang zu dem Test der finanziellen Risikobereitschaft? Das bekommen Sie im Nachgang per E-Mail. Das geht auch nach Konferenzende, geht es direkt raus. Sie haben dann die Zugangsdaten, können es direkt durchgehen und haben dann auch sofort das, das Ergebnis, beziehungsweise die Kollegin schüttet gerade mit dem Kopf. Ah, genau. Also nochmal korrekterweise. Wenn das Webinar zu Ende ist, öffnet sich ein Umfrageformular und da können Sie anklicken, dass Sie die Zugangsdaten haben möchten. Dann bekommen Sie die morgen zugeschickt. Kapitalzuwachs. Wie lässt sich bei dem aktuellen DAX von 11.000 Ihre Strategie realistisch umsetzen? Also, Thema DAX. Vergessen Sie den DAX als Maßstab für die Kapitalmärkte. Der deutsche Aktienmarkt im DAX fasst 30 Werte zusammen. Global haben wir mehrere tausend Aktien. Das heißt, wenn Sie mal den DAX auch mal sich genau anschauen, dann stellen Sie fest, dass der irgendwo, ich glaube, 3% der globalen Aktienmarktkapitalisierung ausmacht. Also nicht so besonders viel. Deswegen gehen Sie weg davon, in einzelnen Märkten zu denken, sondern denken Sie auf Basis der globalen Kapitalmärkte. Ich habe es Ihnen vorhin gezeigt, auf Basis der Faktorstrategie, also unserer Vermögensverwaltung, da haben Sie 8.000 verschiedene Aktien drin. Das heißt, in meiner Basisanlage will ich gar keine spezielle Wette eingehen auf einen einzelnen Markt. Ich möchte ja sehr breit in die Anlageklasse Aktie investiert sein, um davon zu profitieren, dass die Unternehmen Erträge machen. Die werden auch in Zukunft Erträge machen. Vielleicht wird das eine Unternehmen mal weniger machen. Eine Branche wird schwächer, eine andere Branche wird mehr. Ja? Aber am Ende des Tages möchte ich ja einfach an den globalen Erträgen partizipieren. Und Sie haben heute Märkte, die sind eher günstiger. Sie haben heute Märkte, die sind teurer. Und dementsprechend machen Sie das nicht am DAX fest. Wenn Sie der Meinung sind, die Aktien sind heute zu hoch, dann machen Sie es doch anders. Dann investieren Sie einen Teil jetzt und investieren den Rest in Schüben. Also wir haben zum Beispiel auch Kunden, die sagen uns seit 8.000, ich investiere dann wieder, also seit 8.000 im DAX, wenn der Markt mal wieder günstig steht. So, jetzt sind wir bei 11.000 Apps. Hier haben wir vereinbart, wir investieren einen Teil und wenn der Markt 5 oder 10% zurückkommt, investieren wir den nächsten Prozent. Also sprich, da sind wir wieder beim Thema, habe ich ein diszipliniertes Vorgehen, habe ich einen klaren Plan, den ich unabhängig von irgendwelchen Pressestimmen oder ähnlichem mitteile, weil auch das muss ganz klar gesagt sein, die Aktienmärkte, oder der Großteil der Aktienmärkte ist gemessen an den relevanten Kennzahlen, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buch-Verhältnis, nicht teuer. Auch an den Risikoprämien gemessen, ist es nicht teuer. Ja? Also von daher, wie gesagt, auch im relativen Vergleich, gehen Sie nicht zu sehr auf dieses Thema Marktmeinung und gehen Sie auch weg von diesen Punkten im DAX, weil wenn Sie mal die Dividenden aus dem DAX rausrechnen, der DAX ist ein Performance-Index, sondern Sie schauen mal auf den Kursindex, dann sind wir immer noch ein gutes Stück von den Allzeithochs entfernt und überlegen Sie mal, ob das Brötchen beim Bäcker und das Benzin an der Tankstelle heute das gleiche kostet wie vor 10 Jahren. Das kostet natürlich nicht so viel wie vor 10 Jahren. Also warum sollen denn die Unternehmen, die den Kram herstellen und vertreiben, genauso günstig sein wie vor 10 Jahren. Dafür gibt es keine plausible Begründung.
Und deswegen, wie gesagt, das ist ein abendfüllendes Thema. Wir machen auch nochmal ein kleines Special zum Thema, warum der Aktienmarkt nicht zu teuer ist. Aber wie gesagt, es geht jetzt über das strategische Thema hier hinaus. Ich hatte einen DWS Riester-Fonds Premium seit 2008. Bis dato hat er ca. 1000 Euro Verlust gemacht. Ich habe diesen jetzt beitragsfrei stellen lassen und bei der DWK einen neuen Riester-Sparplan gemacht. War dies sinnvoll? Also für den Vermittler, für den Berater bestimmt, weil er hat eine neue Abschlussprovision kassiert. Grundsätzlich sind wir bei der Entscheidung, bei der Differenzierung ja Inhalt und Verpackung. Meines Erachtens ist ein Fondssparplan im heutigen Umfeld immer sinnvoller als eine Versicherung, weil eine Versicherung investiert in festverzinsliche Wertpapiere. Die Renditen haben Sie gesehen und Sie haben es ja vorhin gesehen mit den Grundrechenarten, dann kommen Sie selbst auf eine realistische Renditeerwartung und die wird weit unter dem liegen, was Sie für Ihre Ruhestandsplanung brauchen. Von daher, ich persönlich bin eher für das Thema Investmentfonds, weil ich auch direkt beteiligt bin. Der Investmentfonds ist Sondervermögen. Der gehört mir. Wenn die Bank pleite geht, habe ich einen direkten Anspruch. Bei einer Versicherung gibt es auch Sicherungsmöglichkeiten, aber ich habe immer einen indirekten Anspruch auf die Vermögenswerte. Also von daher, man muss es im Detail betrachten und auf Basis der Gesamtvermögensstrukturierung. Ja, ja. Deswegen kann man es jetzt nicht pauschal beantworten, ob es sinnvoll war oder nicht. Können Sie zum hochkomplexen Thema Finanz- und Ruhestandsplanung eine Software empfehlen, beziehungsweise mit welcher arbeiten Sie? Also wir arbeiten mit der Kombination. Wir arbeiten mit XPS Finanzsoftware, wir arbeiten mit Finanzportal 24, dort ist unsere Vermögensstrukturanalyse auch umgesetzt. Dazu arbeiten wir noch mit eigens entwickelten Excel-Sheets, die wir vor allem auch nutzen, um die Ruhestandsphase vernünftig abzubilden, weil die gängigen Angebote fokussieren sich meistens auf die Sparphase und weniger auf die Ruhestandsphase. Und von daher, ja, wir haben da auch eine Eigenentwicklung. Investitionen eher in Fonds oder eher in Einzelaktien? Hängt natürlich davon ab, wie groß Ihr Vermögen ist. Also sprich, wenn Sie 10.000 Euro investieren, dann wird es sehr schwer, über Aktien eine vernünftige Mischung und Streuung zu bekommen. Wenn Sie 1 Million Euro investieren, können Sie natürlich auch Einzelstrategien wählen. Also es hängt ein bisschen vom Vermögen ab, hängt auch davon ab, wie stark man sich einbringen will in so eine Strategie. Meines Erachtens sollte es immer so sein, ich habe eine sehr breite Basis, um eine globale Abbildung zu haben und dann werde ich nach oben hin spezieller. Also fangen Sie bitte nicht mit dem Speziellen an. Ja? Wenn Sie heute ein Portfolio aus lauter Spezialitäten zusammenbauen, dann klingt es auch erstmal nach Risikostreuung, aber ich habe leider schon viele Fälle gesehen, wo diese 5 Spezialitäten alle gleichzeitig nicht funktioniert haben und das ist ein katastrophales Ergebnis für Ihre Finanzplanung, vor allem im jetzigen Zinsumfeld. Von daher fangen Sie eher breit an, das ist weniger Story, das ist mehr sauberes Handwerk, aber das reduziert Ihren finanziellen Stress und wenn dann die Basis stimmt, dann können Sie immer noch mal Spezialitäten on top dazu packen, aber fangen Sie keinesfalls mit den Spezialitäten an, auch wenn es im Endeffekt so schick klingt. Was halten Sie von gezielter Auswahl einzelner Aktien anstelle von ETFs? Kann man dadurch eine Überrendite bekommen? Oder sind Investoren wie Warren Buffett oder Peter Lynch einfach nur lange Zeit über sehr glücklich gewesen? Also, natürlich auch. Warren Buffett, tolle Renditen, aber natürlich auch. Warren Buffett, wenn Sie mal die Renditen zerlegen, hat immer sehr stark das Thema Quality Income gekauft, also qualitativ hochwertige Aktien mit einem soliden Dividendenstrom, hat das auch sehr langfristig finanziert über sein Rückversicherungsgeschäft. Er hat natürlich die Nerven gehabt, auch durchzuhalten und auch antizyklisch zu investieren, der sogenannte Value-Ansatz. Und das ist ja auch genau der Aspekt, den wir hier in der strategischen Vermögensverwaltung faktorrealisiert haben, eben dieses Thema, ich möchte eher value-orientiert investieren. Das heißt, ich möchte immer das kaufen, was günstig ist. Wenn etwas teurer wird, dann verkaufe ich und damit verhindere ich auch, dass ich für den Wert zu viel im Preis bezahle. Und ansonsten, was das Thema aktiv investieren oder passiv investieren betrifft, ich muss ganz offen sagen, ich bin da philosophiefrei. Es gibt Zeiten, da kaufe ich passive ETFs, es gibt Zeiten, da kaufe ich aktive Strategien. Vor einigen Jahren, als wir noch hohe Zinsen hatten, habe ich ETFs, die Anleihen kaufen, also die Schulden kaufen, die habe ich passiv gekauft. Ja, weil die Schuldner waren solvent, das war nicht so schwierig. Entschuldigung. In der heutigen Zeit, wo man sagen muss, oh, das Thema Schuldner ist ein Thema, würde ich meine Schulden oder die Schulden, die ich von Dritten kaufe, lieber aktiv managen mit dem gesunden Menschenverstand. Also von daher, wie gesagt, gehen Sie weg von diesen Pauschalen, man muss immer aktiv oder immer passiv.
überlegen Sie sich, welche Funktion möchte ich im Vermögen haben? Mit welcher Vermögensklasse kann ich diese Funktion erfüllen? Und dann die Frage, mit welchem Instrument setze ich die am besten um? Und wie gesagt, ich glaube, am besten fahren Sie, wenn Sie philosophiefrei bleiben. Ich bin immer philosophiefrei geblieben und damit auch ganz gut gefahren. Das Chapeau auf sehr nette Weise die Versicherung pulverisiert. Also nochmal, es geht nicht darum, Versicherung gut oder schlecht zu finden, sondern behalten Sie bitte im Hinterkopf. Es gibt Vermögensklassen, das sind Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien und Edelmetalle. Die sind relevant für Chancen und Risiken. Die sind relevant für das Verhalten bei Inflation und Deflation. Es spielt doch keine Rolle, ob Sie eine Siemens-Aktie heute kaufen, ob ein Investmentfonds die Siemens-Aktie kauft oder ob ein Versorgungswerk die Siemens-Aktie kauft. Die Rendite der Siemens-Aktie wird immer identisch sein. Was sich ändert, ist die Rendite nach Steuern und Kosten und gegebenenfalls der Eigentümeranspruch. Wenn Sie es im Depot haben, ist es Ihnen. Ist es im Investmentfonds, ist es auch Sondervermögen. Hat Sie Versicherung, haben Sie nur eine nominelle Forderung gegen die Versicherung. Also Inhalt statt Verpackung in der Analyse. Und dann seien Sie einfach sachlich, nehmen Sie die Vermögensverteilung eines beliebigen Finanzproduktes, gewichten Sie es mit den Renditen, die Sie erwarten, ziehen Sie realistische Kosten ab, die sind frei im Internet verfügbar, berücksichtigen Sie Steuern, Inflationserwartung und gleichen Sie das ab mit dem, was Sie in der Ruhestandsplanung oder Ihrer Vermögensaufbauplanung ermittelt haben. Und dann kommt man einfach zu dem Ergebnis, dass die kapitalgedeckte, zinsbasierte Altersvorsorge super funktioniert hat bei einem Zinsniveau von 4, 5, 6, 7%, aber nicht funktioniert in einem Zinsumfeld, wie wir es momentan haben. Dazu kommen noch regulatorische Aspekte, dazu kommen Eigenkapitalaspekte. Und ich sage ganz klar, machen Sie es lieber selbst. Natürlich auch mit der fachlich fundierter Unterstützung, aber ich hoffe, dass es rausgekommen ist. Investieren in Fonds, eher in Fonds oder Einzelaktien bei 50.000 Euro, ETFs und Fonds. Also mit wir fangen Einzelaktienstrategien an ab 250.000 Euro in Aktien. Und da Sie ja tendenziell nicht 100.000 Euro in 50.000 Euro nur in Aktien investieren werden, finde ich es viel zu gering. Von daher, ich würde es breiter aufbauen über verschiedene Vermögensklassenfonds, über ETFs. Meines Erachtens auch hier die Faktorstrategie ist ideal geeignet, um das Thema abzubilden. Warum? Ich bin sehr breit, 65 Aktien, 35 Anleihen. Wenn die Aktien fallen, kaufe ich Aktien günstiger nach. Ich habe 8.000 verschiedene Aktien, habe eine Value-Strategie hinten dran, ist auch vom Zeitaufwand bedeutend einfacher. Das Ganze im eigenen Depot, auf den eigenen Namen. Wir haben lediglich im Endeffekt das Verwaltungsmandat. Also wie gesagt, wenn Sie da anfangen wollen, gehen Sie eher mal in was Breites. Und wenn Sie mehr Vermögen haben und mehr Erfahrung haben, können Sie auch mal ein bisschen spekulieren mit einzelnen Aktien. Aber ich finde, man sollte erstmal investieren und dann schauen, okay, macht die Spekulation auch Sinn. Großes Vermögen, großes Humankapital. Das verstehe ich jetzt nicht ganz aus dem Kontext raus. Und sehen Sie eine Immobilie als Kapitalanlage. Also, die Differenzierung ist natürlich klar. Die eigengenutzte Immobilie ist ein Konsumwert. Da können wir keine sachlichen Kriterien anlegen. Da ist eher wichtiger, dass man sagt, okay, ich fühle mich zu Hause und ich kann den Nagel in die Wand schlagen, ohne dass ich jemand Rechenschaft schuldig bin. Also, eigengenutzte Immobilie, Konsumgut. Auch dieser abgedroschene Spruch von den Bausparkassen zu sagen, ja, sparen Sie sich die Miete und investieren Sie in die eigene Wohnung als Vermögenswert, ist natürlich auch Blödsinn, weil natürlich ist es so, dass die Miete, die Sie zahlen irgendwo, die ist komplett Konsum. Genauso natürlich auch, aber wenn Sie ein Darlehen abbezahlen für die eigene Immobilie, der Zinsteil, den Sie zahlen, der ist genauso Konsum wie die Miete. Vermögenserhöhend wäre lediglich die Tilgung. Und die ist ja noch zu bereinigen, um die langfristigen Investitionskosten, die ich zu tragen habe, um die Immobilie in Stand zu halten. Also kurz gesagt, Eigennutz Immobilie, emotionales Thema, für mich keine Kapitalanlage. Die würden Sie auch nicht verkaufen, um irgendwas zu generieren. Vermietete Immobilie, anderes Thema. Auch dazu haben wir schon verschiedene Artikel geschrieben. Meines Erachtens sieht es momentan so aus, dass Sie bei Immobilien das Problem haben, dass die niedrigen Zinsen sich schon sehr, sehr stark in steigenden Immobilienpreisen niedergeschlagen haben, dass Sie heute für den gleichen Miet-Cashflow wie vor 3 bis 4 Jahren bezahlen Sie heute viel mehr, um den Vermögensgegenstand zu erwerben. Und wenn Sie dann mal noch kalkulatorisches Mietausfallrisiko, Instandhaltungskosten und Ähnliches rechnen und machen mal eine saubere Steuerberechnung, dann werden Sie in den Ballungsgebieten feststellen, dass Sie mit Ach und Krach auf eine erwartete Rendite von vielleicht 3% kommen. Und wenn Sie das mal in den Gesamtzusammenhang setzen und
Sie haben heute eine Immobilie, Sie haben Grunderwerbsteuer, Sie haben Makler und Notar. Das heißt, Sie haben ungefähr 13% Erwerbsnebenkosten. Die erwartete Rendite liegt bei 3%. Das heißt, ich brauche typischerweise fast 5 Jahre, um über den laufenden Ertrag meine Kosten rauszuverdienen. Das wäre ungefähr so, wenn ich Ihnen sagen würde, ich habe hier ein ganz tolles Wertpapier, Ertrag ist 3%, wenn nichts Großes passiert, die Nebenkosten sind 13% beim Kauf. Dann würden Sie mich wahrscheinlich auch mal schief anschauen. Und das, bei der Immobilie ist es genau das Gleiche. Es rechnet nur niemand, weil eben die Regulierung nicht vorsieht, dass Renditen berechnet werden. Sie können heute Rendite darstellen und die kann jeder Makler, jeder Verkäufer machen, wie er lustig ist. Da gibt es keine einheitliche Festlegung. Da gibt es meines Erachtens auch einen sehr, sehr geringen Verbraucherschutz. Der Verbraucherschutz kommt immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und von daher ganz klar, wenn Sie sich mit Familienimmobilien als Kapitalanlage beschäftigen, sagen Sie mir auch mal Bescheid. Wir haben verschiedene Artikel und Musterbeispiele, die liefern schon mal Denkanstöße und man kann natürlich auch mal konkrete Projekte durchrechnen und dann sehen Sie es wirklich mal anhand der Zahlen. Und wenn man dann Ihre Zahlen mal abbildet, inklusive Steuern und allem, was dranhängt, dann stellen wir häufig fest, dass da noch große Ernüchterung da ist. Und dementsprechend das Thema Immobilie als Kapitalanlage, das sogenannte Zinshaus, das hat sich heute natürlich auch dem angepasst, was wir heute an Zinsniveau am Kapitalmarkt haben. Und die Frage, die man sich ja auch mal stellen muss, auch wenn ich es nicht erwarte, was passiert denn, wenn die Zinsen steigen? Meines Erachtens ist das große Problem momentan. Niemand rechnet damit, wir wissen, die Schulden sind hoch, die Zinsen können nicht steigen, aber Risikomanagement heißt ja, sich mit dem zu beschäftigen, was man nicht erwartet. Und wenn wir so etwas haben sollten, dann würde es wahrscheinlich die Kapitalmärkte treffen, es würde die Edelmetalle treffen, es würde die Immobilien treffen. Das heißt, ich habe zwar ein schön gestreutes Vermögen, so einen hübschen, bunten Excel-Kuchen, ja, aber ich habe einen Einflussfaktor, der alle Vermögenswerte gleichzeitig trifft. Und dem sollte man natürlich Rechnung tragen, um hier einen vernünftigen Mix zu haben. Ist der Fonds Arero zum Vermögensaufbau geeignet? Ja, Arero ist ein ETF-Konzept, dargestellt über die Deutsche Bank, wird beraten von einem Mannheimer Professor, der Professor Weber, so einer der Pioniere im Bereich Behavioral Finance. Basiert im Endeffekt auf Rückrechnung, finde ich ganz ordentlich. Wir setzen ihn auch fallweise ein als ETF-Ersatz. Ja, wie gesagt, mir gefällt Faktor besser, da es breiter gestreut ist. Aber wie gesagt, wenn das Depot entsprechendes Volumen hat, kann man es eben ergänzen. Beziehungsweise stellt sich dann die Frage, ob ich es nicht individueller über ETFs eben noch abbilde, weil ich habe natürlich heute auch die Möglichkeit, mir es individuell zusammenzusetzen. Aber vor seiner Zeit, vor 5 Jahren, war das eine Top-Anlage und man kann es heute noch gut einsetzen. Macht mit Sicherheit mehr Sinn, als irgendeinen pseudoaktiv verwalteten Fonds von einer der großen Fondsgesellschaften zu kaufen, wo sie eine Gebühr dafür bezahlen, dass sie den DAX abbilden. So, meine Damen und Herren, haben wir noch weitere Fragen? Vielen Dank für das Webinar und die viele und gute Arbeit, die Sie bei Übrigen Cashkurs machen. Ja, vielen Dank. Wir geben uns Mühe. Also, das ist natürlich auch klar. Wir können natürlich in so einer Online-Konferenz oder auch in dem monatlichen Übers-Kapitalmarkt-Dialog können wir natürlich immer nur Themen anreißen. Und was wir auch feststellen, das ist ganz interessant, dass wir sehen, die Leute sind jeden Monat in unserer Online-Konferenz und nachdem sie Kunde sind, sind sie eigentlich nicht mehr in den Online-Konferenzen drin. Und wir haben dann mal Leute angesprochen und gesagt, ist die Qualität schlechter geworden, gefällt es ihnen nicht mehr, weil sie sind ja immer noch Kunde, wieso sind sie nicht mehr in den Online-Konferenzen drin? Und viele Kunden haben dann gesagt, naja, ich habe verstanden, was wir tun, wir haben die Anlagestrategie definiert, wir haben auch ein Weltbild definiert, ich habe das verstanden, was wir tun, welche Instrumente wir nehmen und solange es läuft, ist ja alles gut. Wenn was zu tun ist, rufen Sie mich an, warum soll ich die Zeit abends aufwenden, um in eine Online-Konferenz zu gehen? Also von daher, nehmen Sie die Online-Konferenzen auch immer als das, was sie sind. Sie können natürlich immer nur einen Denkanstoß liefern, Sie können immer natürlich nur pointiert auf Sachen hinweisen, aber wir können und wollen natürlich auch nicht in Online-Konferenzen jetzt konkrete Produktempfehlungen geben. Und ich bin auch kein Freund von pauschalen Empfehlungen, weil, wie gesagt, Sie haben sehr, sehr gute Instrumente, aber auch mit den Instrumenten muss man sinnvoll umgehen. Und wir, auch in der heutigen Online-Welt, da stehen wir auch dazu, wir sind ein großer Freund von einer persönlichen Beziehung, ob man sich jetzt ständig sieht oder ob man das einfach auch telefonisch oder online hat, spielt keine Rolle, aber wirklich von diesem Thema, wir haben eine Situation, eine individuelle Situation, eine individuelle Herleitung der Anlagestrategie und wir haben einen vernünftigen Plan, um das umzusetzen und
dann eben auch entsprechend die Finanzprodukte hinten dran und das ohne Interessenskonflikte, weil wir, wie gesagt, dieses Thema Transaktionskosten und Provisionen alles so geregelt haben, dass wir keinen Interessenskonflikt daraus haben. Thema Weltbild. Was ist Ihrer Meinung nach gerade die größte Bedrohung der Renditen? Griechenland, Ukraine? Naja, also typischerweise ist es so, dass die größten Problemfelder sind nicht die, die in der Zeitung schon hoch und runter analysiert werden. Also wenn wir mal Griechenland nehmen, die Schulden von Griechenland hat man auf supranationale Institutionen verschoben, ob die jetzt aus dem Euro rausgehen oder nicht, hat eine gesellschaftspolitische Komponente, aber für den Kapitalanleger langfristig meines Erachtens ziemlich irrelevantes Thema. Das Thema Russland-Ukraine, man könnte natürlich diskutieren, dass diese Friedensdividende, die wir jetzt die letzten 20 Jahre vereinnahmt haben, weil der eiserne Vorhang sich geöffnet hat und weil wir keine großen kriegerischen Auseinandersetzungen in der, ich sag jetzt mal, westlichen Welt oder Europa hatten, ob die, sage ich mal, in Gefahr ist. Meine persönliche Meinung ist, ich kann es nicht vorhersagen, aber was ist die Conclusio daraus? Wenn es heute dazu kommen sollte, dass wir hier Probleme bekommen sollten, dann frage ich mich doch, was profitiert. Und ich habe das ja auch bei, ich habe das bei 1,40 im Euro US-Dollar gesagt und ich sage es heute immer noch. Für mich ist der US-Dollar Teil einer langfristigen Vermögensstrategie, weil der Euro hat seine Probleme. Er hat niedrige Zinsen. Im US-Dollar habe ich höhere Zinsen. Die EZB in der Eurozone, wird mehr tun. Die Amerikaner werden relativ gesehen dazu weniger tun. Und sollte es wirklich dazu kommen, dass wir in Europa Auseinandersetzungen bekommen zwischen Ost und West, dann wird meines Erachtens eine Währung profitieren, der sichere Hafen wird der US-Dollar sein. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, einen Teil meiner Vermögenswerte im US-Dollar zu halten, nicht als Spekulation, sondern als Vermögensdiversifikation. Und wenn das dann noch Vermögenswerte sind, wie zum Beispiel multinationale Unternehmen, die sich momentan günstig verschulden, um mit dem Geld ihre eigenen Aktien zurückzukaufen und dementsprechend der Gewinn pro Aktie, an denen ich ja schon beteiligt bin, dann steigt, dann muss ich sagen, finde ich das nicht ganz so verkehrt. Und wie gesagt, die Frage passt aber auch gut dazu. Wie gesagt, philosophieren Sie nicht darüber, warum etwas passieren könnte. Warum steigt der DAX, warum fällt der DAX, warum geht Öl hoch oder runter. Das ist Entertainment, das ist nett. Fragen Sie sich immer, wo trifft es mich? Wenn wir dauerhaft niedrige Zinsen haben, wo trifft es mich bei meiner Anlage, bei meiner Ruhestandsplanung? Wenn der Aktienmarkt 20% fällt, habe ich dann ein Problem mit meiner Liquiditätsplanung. Und wenn es mich trifft, dann ist mein Anteil im DAX einfach zu hoch. Dann muss ich meine Vermögensklassen und oder meine Strategien anpassen. Und das mache ich nicht, nachdem es gefallen ist, sondern vorher. Risikomanagement ist ein laufender Prozess und nicht die Reaktion auf den Chart, der abgekackt ist. Sie entschuldigen die platte Argumentation oder das platte Wort. Haben Sie Erfahrung mit Momentum aus Luxemburg, zum Beispiel Kosten und so weiter? Ja, oberflächlich, es gibt viele Anbieter in Deutschland, die machen das besser. Deswegen, wie gesagt, wir nutzen hier in Deutschland andere Banken, wobei wir auch die Möglichkeit haben, Depots in der Schweiz zu führen, das auch mit einem sauberen deutschen Steuerreporting zu, finde ich, sehr guten Preisen. Aber wie gesagt, es gibt Alternativen zu Momentum, das ist eine Fondsplattform in Luxemburg. Wie gesagt, auch das können Sie gerne im Feedbackbogen mal angeben, da kann man Ihnen das mal entsprechend präsentieren. Das ist auch nochmal eine grundsätzliche Aussage. Die Kosten für Finanzprodukte, die angeboten werden, die werden günstiger. Es gibt auch einen Margendruck bei der Finanzindustrie. Das ist super für Anleger. Sie können heute extrem günstig investieren. Auch die Fonds, die wir in den Faktorstrategien kaufen, das sind institutionelle Fonds, die hätten wir vor 5, vor 6, vor 10 Jahren gar nicht so weit runterbrechen können, damit ein Anleger 10.000 Euro investieren kann. Ja? Heute haben wir eine Vermögensverwaltung, strategisch, 8.000 Aktien ab 10.000 Euro. Vor Jahren undenkbar zu diesen Kosten. Also wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, das zu strukturieren. Auch die Transaktionskosten, die sind günstiger. Also es gibt meines Erachtens aus der Anlegerperspektive eigentlich keine Ausreden, sich nicht mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Ja, vieles ist schwieriger geworden, aber auch der Instrumentenkasten ist größer geworden. Aber wie gesagt, um die Frage abschließend zu beantworten, es gibt Alternativen zu Momentum, um die Sachen besser und günstiger abbilden zu können. So, meine Damen und Herren. Weitere Fragen? Haben wir noch offene Punkte? Gibt es noch Themen, die Sie interessieren? Momentan ja die Möglichkeit des Dialogs gut gegeben. Deswegen, wenn Sie noch Punkte haben, jetzt ist eine gute Möglichkeit.
Ansonsten darf ich Sie natürlich nochmal verweisen auf das Feedback-Formular, das Sie nach der Online-Konferenz sich automatisch bei Ihnen öffnet. Sie bekommen auch im Nachgang natürlich nochmal eine Mail, wo auch diese Seite, die Sie hier im Hintergrund sehen, natürlich nochmal verlinkt ist, dass Sie alles nachlesen können. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel Sie selbst tun wollen, wie viel Sie auch mit uns in die Diskussion gehen wollen, weil man kann vieles lesen oder man kann es einfach mit uns durchgehen. Wie gesagt, das bekommen Sie ja auch noch alles. Auch nochmal ein Hinweis auf den nächsten Kapitalmarktdialog, der nächste Woche stattfindet, also unsere monatliche Online-Konferenz, wo wir weniger auf ein spezielles Thema, wie jetzt eben Zinsen, fokussieren, sondern wo das Ziel ist, in rund 45 Minuten einen kompletten Überblick über alle kapitalmarktrelevanten Themen zu geben, wie zum Beispiel Bewertungen, aktuelle Themen oder ein großes Thema momentan, was viele Privatanleger nicht auf dem Schirm haben, dass der Gleichlauf vieler Aktien nach oben geht. Das heißt, ich muss momentan eigentlich meine Positionsgröße reduzieren, um mein Risiko konstant zu halten. Das sind Themen, die wir dann im Kapitalmarktdialog haben, die aber für die Kunden eigentlich irrelevant sind, weil in den Portfolios tun wir es ohnehin, sondern die Webinare sind lediglich ein zusätzlicher Service als Informationsquelle für Kunden, beziehungsweise natürlich auch als Informationsmedium, um Leute zu erreichen, die wir noch nicht kennen und denen wir natürlich auch Ideen geben wollen für ihr eigenes Vermögen, aber das dann natürlich auch ganz offen gesagt, um hier mit uns in den Dialog zu treten. Ja, gerade noch ein fachlich hochwertiges Kommentar von einem Kollegen in Bremen. Werder spielt im DFB-Pokal. Naja, da dürfen Sie wenigstens noch irgendwo mitspielen. Und genau. Ja. Also, meine Damen und Herren, wenn keine Fragen mehr sind, dann beenden wir es jetzt. Ich darf Ihnen für die Aufmerksamkeit danken. Hoffe, dass Sie einige Denkanstöße mitgenommen haben. Wie gesagt, lassen Sie sich nicht abstressen, nicht abschrecken von der Situation. Es sind zwar Herausforderungen da, aber denken Sie mal dran, die Generation vor uns hätte in den 80er Jahren gesagt, oh mein Gott, Tschernobyl, oh mein Gott, kalter Krieg, soll ich meine Lebensversicherung bedienen, soll ich meine Immobilien noch tilgen, geht die Welt unter. Das haben Sie zum Glück nicht getan, weil sonst wäre die Vermögenssituation heute bei vielen auch eine andere. Also Krisen und Herausforderungen wird es immer geben. Wie gesagt, sehen Sie es positiv, packen Sie es an. Ich darf mich nochmal abschließend bedanken. Machen Sie es gut. Vielen Dank für das Ausfüllen des Feedback-Formulars. Bis bald und auf Wiedersehen.